Man darf nicht vergessen, dass das eigentlich alles ist, ne? Also das ist so vergänglich, Fame ist vergänglich, dafür kannst du dir nichts kaufen und dafür sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Man muss es für sich selber machen, solange man da Bock hat und die Kraft dazu hat und man Spaß dran hat. Und um mehr geht's auch gar nicht. Willkommen im I Love Graffiti Podcast, Abis. Hallöchen, hi. Ist das dein erstes Interview? Ja, zumindest eins, was nicht schriftlich irgendwie passiert. Wenn, dann spielt er sich das eher in einem Magazin ab. Oder mal bei Unlike You zum Beispiel. Unlike You, das da habe ich geschwindelt gerade. Wie kam es dann, dass du dich bei Unlike You breitschlagen lassen hast? Hat mich auch überrascht damals, als persönliche Sachen, so, wenn man mit den Leuten gut kann und so und. Das Projekt hat mir gefallen. Dann kann man ja mal eine Ausnahme machen. Bist du zufrieden mit dem Film letztendlich? Mit Unlike You? Der hat auf jeden Fall eine Lücke besetzt, die vorher noch nicht besetzt war. Und ist auch echt gut geworden. Also wird der Sache gerecht, sage ich, würde ich sagen. Also insofern man das überhaupt machen kann oder schaffen kann, der Sache so gerecht zu werden. Haben sie gut gemacht, ja. Große Aufgabe, ne? Berlin. Ja, geht eigentlich gar nicht. Ja. Dokumentation, da reden wir jetzt mehrfach drüber. Wir sprechen über ein Buch, was momentan mit dir zusammen entsteht. Ein Buch über die letzten, sag mal ganz kurz, wie viele Jahre? Na, es sind über 30 jetzt. Aber das Buch deckt genau drei Jahrzehnte ab, würde ich sagen. 92 bis 2022, also 30 Jahre. Ja. Über deine aktive Zeit als Sprüher? Ja, richtig. Als Trainwriter, ja. War das jetzt eigentlich so... War das erste Mal, dass du dir dein Material geschnappt hast und mal im Detail reingeschaut hast, also wirklich dir das mal genau angeschaut hast, was du da eigentlich gemacht hast die ganze Zeit? Ja, in der Tat. In Gänze, ja. Also klar hat man ab und zu mal reingeguckt und durchgeblättert, aber nicht alle Sachen, die da über die Jahrzehnte zusammengekommen sind, hat man immer präsent und parat, um da mal zu schmökern. Und da war es ja dann nötig, das zu sichten. Und dann kam erst dann damit die ganzen Geschichten im Kopf wieder hoch, die man alle erzählen musste und sollte vielleicht auch bei dem Projekt. Wie gut ist dein Erinnerungsvermögen? Wenn man jetzt über 92 spricht oder 93, keine Ahnung, wie viel ist denn da noch da? Hat man das gemerkt, dass da schon Lücken sind, oder? Kleinere Lücken vielleicht, aber so im Großen und Ganzen kriege ich alles noch zusammen. So die großen Zusammenhänge, ja. Vielleicht taucht das ein oder andere kleine Piece auf, wo ich nicht mehr genau sagen kann, habe ich das jetzt in dem Layup oder in dem anderen Layup gemacht. So, das kann sein, dass da Sachen sind, die ich nicht mehr hundertprozentig wiedergeben kann. Aber im Großen und Ganzen habe ich alles gut auf dem Schirm. Liegt bestimmt auch daran, ich habe in einem der Texte gelesen, dass wenn man das erste Mal einen Train sprüht, oder das zweite Mal, das dritte Mal, hat man noch viel Angst, ne? Man zittert und so weiter. Das habe ich da gelesen in den Texten, ne? Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man sich wahrscheinlich an sowas dann noch sehr gut erinnern kann, oder? Weil das verschwindet ja irgendwann die Angst, ne? Richtig. Ist ja irgendwann ist es Routine und dann verliert vielleicht auch ein bisschen, also verliert das Ganze auch ein bisschen an Charme, so. Aber am Anfang ist es tatsächlich so, dass man natürlich unter Adrenalin steht und die Hose voll hat vielleicht, ne? Klar. Und dann erinnert man sich an die Sachen natürlich besonders lange und besonders intensiv. Und dann, wenn es dann irgendwann Routine wird und man jede Woche da seine Aktion abhakt, dann ist es ja irgendwann Business as usual und da kann dann auch tatsächlich sein, dass man sich da nicht mehr an jede einzelne Aktion so im Detail erinnern kann. Einfach weil es ja Routine ist. Reden wir eigentlich über analoge oder digitale Fotos? Ja, über fast zwei Jahrzehnte würde ich sagen, habe ich fast alles nur analog fotografiert. Auch in der Zeit, wo es mit der digitalen Fotografie schon längst losging, habe ich mich da noch dran festgeklammert, eine Weile. Ja, jetzt nicht mehr, aber so, das ist natürlich noch eine Zusatzherausforderung, wenn man dann die Sachen irgendwann aufbereiten muss für ein Buch. Ja. Was natürlich auch ein Grund ist, dass ich vielleicht auch lange Zeit davor zurückgeschreckt habe, mich an dieses Projekt ranzuwagen, obwohl sich's viele gewünscht haben schon vorher. Lang erwartet. Dass da mal was kommt. Also ich wurde oft angesprochen von Freunden und Bekannten, mach doch mal, du hast noch so viel Stuff, ey. Wenn einer ein Buch machen
musst dann du, ey, du hast bestimmt so viel zu erzählen und so. Aber ich war da immer zu ängstlich. Ja, vor allem, weil wahrscheinlich speziell deine Weggefährten, ne, die ja auch wissen, dass zumindest erwähnst du es oft im Text oder in den Texten, die du uns zur Verfügung gestellt hast, dass du schon viel Wert gelegt hast auf Dokumentation. Du hast irgendwann gesagt, ich male nichts mehr, ohne dass ich ein Foto bekomme. Richtig, aber auch aus der Erfahrung habe ich da meine Lehren gezogen, dass mir viele Bilder, die einfach abhanden gekommen sind, weil ich mich auf andere verlassen habe, dass da jemand ein Fotoapparat mit dabei hat, beziehungsweise dann hatte vielleicht irgendwer ein Fotoapparat dabei, aber dann darfst du dem dann hinterherlaufen und anbetteln, dass du irgendwann mal dein Foto oder dein Negativ bekommst. Und da ist nicht jeder so straight und geordnet, die wenigsten, muss ich sagen. Und so ist, keine Ahnung, so einiges. Ich kann jetzt keine Zahlen nennen, aber so einiges verloren gegangen für immer. Was natürlich gerade im Nachhinein sehr schade ist. Ganz kurz mal für mich, die analoge Phase mit den analogen Fotos, wie hast du das damals gelöst mit dem Entwickeln? Ja, da hat ja keiner einen Ausweis gewollt. Da wurde dann irgendein Fantasiename gewählt und eine Fantasieanrisse und dann wurden die Bilder wieder abgeholt. Manchmal auch gerackt, aber aus Vernunft habe ich es dann irgendwann lieber unter sein lassen, da zu klauen, weil mit den eigenen Nachtfotos gebastelt werden und dann einmal Sachbeschädigung und noch Diebstahl auf dem Kerbholz zu haben, das wäre nicht klug gewesen. Ja. Die Texte, die dem zugrunde liegen, über das wir auch heute hier ein bisschen sprechen, in dem Buch, die in dem Buch dann, die man dann lesen kann, die sind schon so ein bisschen aufgeteilt in Epochen, will ich es mal sagen, ne? Also in 1992 bis 96 oder whatever, ne? So. Ja. Als du das dann alles so geschrieben hast und teilweise auch gelesen hast, sind noch ein paar Gastbeiträge dabei, ne? Was ist denn so, würdest du sagen, jetzt die Epoche, wo du sagst, die hat am meisten Spaß gemacht? Jetzt so in der Retrospektive wahrscheinlich die Zeit, wo es angefangen hat, also in den 90ern, oder nicht wo es angefangen hat, aber wo es dann so richtig lief schon, weil das einfach die aufregendste Phase war. Da war alles noch relativ neu, es gab kein Internet, man hat alles selber entdecken müssen und sich auch alles selber erarbeiten müssen und hat das alles so schrittweise für sich erobert. Und das sind natürlich dann auch die Erinnerung am schönsten an sowas, auch so ganz, ganz simple Eindrücke wie Gerüche oder sowas. Mhm. Wenn man heute im Frühling irgendwo mal durch die Straßen läuft und dann bestimmte Gerüche kommen, dann kommen Erinnerungen hoch, die eben aus dieser Zeit sind. Und das sind tatsächlich die schönsten Sachen so. Ich glaube, im Vorgespräch haben wir über diesen ADAC-Atlas, ich glaube, es kommt auch in den Texten vor, über den ADAC-Atlas, Frankfurter Raum, geguckt, wo kann man die Stiler malen, ne? Ja. Und da habe ich mir so gedacht beim Lesen, du bist einer, natürlich die komplette Generation sagt, früher mit dem Internet und ohne das Internet, das war natürlich alles anders. Und genau so ein Beispiel wie, ich muss mir einen Atlas nehmen, ja, und muss dann eine komplette Region abgrasen, dass ich irgendwie den Spot finde. Heute geht man auf Google Earth oder keine Ahnung was und hat so viel Zeit investieren müssen am Ende, ne? Also genau da liegen dann die entscheidenden Unterschiede. Richtig, ne? Deswegen war es vielleicht auch früher etwas wertvoller, weil man es einfach härter, sich mehr erarbeiten musste, während das heute alles nichts Neues mehr ist. So, das ist auch in die allgemeine Popkultur übergegangen, ne? Und damals war ja Writer sein noch irgendwie was. Ja, da war man noch irgendwie was Besonderes. Zumindest hat man sich das eingebildet. Und heute ist es, ja, die meisten machen es ein paar Jahre, weil es gerade up to date ist, cool ist und dann verschwinden sie auch wieder und so. Also für mich zumindest vom Gefühl ist es damals einfach schwieriger gewesen und damit auch die Wertschätzung eine andere. Und tatsächlich hast du recht, wenn man so überlegt, früher gab es kein Google Earth und kein Google Maps und so weiter und dann guckt man sich halt den ADAC-Atlas Deutschlands an und schaut, wo die Strecken so lang gehen, die von den großen Städten irgendwo abgehen und schaut sich die Ortsnamen an und dann fährt man vielleicht in die große Stadt, schaut da nochmal am Hauptbahnhof auf den Plan, wo endet eine Linie, wann kommt ein Zug zurück und wann nicht mehr und dann fährt man dort halt hin und findet im günstigsten Fall ein cooles Layup mit Stilern oder so. Ne? Ja, ich meine, alleine die Zeit, die man investiert, also man ist ja trotzdem mit seinen Leuten unterwegs und so, ne? Du hast ja eine gute Zeit trotzdem. Ja, na klar, das sind die schönsten Augenblicke, zusammen in einem Twingo zu sitzen, im Viersitzer zu fünft, einer sitzt hinten in der Mitte und hat die ganze Zeit eine Gürtelschnalle im Hintern und ja, aber das sind die lustigen Erinnerungen, die auch bleiben. Da erinnert man sich wahrscheinlich sogar besser dran, als an die Panels, die du da gemalt hast dann in der Nacht. Du erwähnst in einem der Texte, dass du so spätestens ab 2012 so ein bisschen Probleme hattest mit
dem Wachstum, mit dem extremen Wachstum, mit der, ne, es waren sehr viel mehr Writer unterwegs, es gab sehr viel mehr Touristen in Berlin und allgemein in Deutschland, dass du dich damit ein bisschen schwer getan hast, spätestens ab dem Jahr. Ist das prinzipiell so ein Ding, dass man sagt, man hat es ja wachsen sehen, ne? Also du warst ja mit dabei und wir sind jetzt in einer anderen Situation. Es gibt viel mehr Sprüher, ne? Es gibt viel mehr Graffiti in Berlin, es gibt viel mehr Touristen. Und du hast dich dann deswegen auch ein bisschen zurückgezogen. Ja, dieses nach in sich gekehrt sein war schon immer so ein bisschen bei uns, zumindest in der Bad-Zeit, dass wir immer unser Ding gemacht haben. Einiges auch mit anderen so, aber wir waren jetzt nicht mit allen down und everybody's darling und mussten mit jedem losziehen aus Opportunismus oder so. Mhm. Und das hat sich dann noch verstärkt. Und ja, Berlin war schon immer ein Magnet für Graffiti-Touristen, weil es einfach die Metropole ist. Aber das ist natürlich dann jetzt 2010 oder auch schon ein paar Jahre vorher so explodiert und dann 2012 oder so natürlich nicht mehr übersehbar gewesen. Und wenn man dann hier sauber und ruhig seine Actions machen will, ohne groß Ärger zu haben, ist natürlich klar, dass man da aneckt, wenn man fast bei jeder Action dann irgendwelche anderen Leute trifft und da gestört wird. So. Ist das vielleicht auch ein bisschen dieser Verlust, den man dann, also man verliert ja Kontrolle. Und ich glaube, das herauszulesen, dass sie immer irgendwie auch so einen gewissen Anteil an Kontrolle hattet über die Spots, wo gemalt wurde und so weiter, weißt du? Und ab einem gewissen Punkt kann man sowas dann auch einfach nicht mehr kontrollieren, wenn es zu viele Sprüher sind, oder? Ja, stimmt, klar. Ja, sicherlich. Also gut, Kontrolle kann man eh nicht ausüben, weil da müsste man ja nichts anderes zu tun haben, als mit einem Baseballschläger am Spot zu warten und alle zu vertreiben. Ja. Okay, wer das kann, okay, viel Spaß dabei. Mein Ding ist es nicht. Man hat ja auch noch ein echtes Leben. Aber na klar, es ist ein Sicherheitsverlust. Kontrollverlust klingt ein bisschen komisch, aber Sicherheitsverlust ist es auf jeden Fall, weil ich würde mal sagen, dass wir da schon sehr auf Professionalität geachtet haben und achten, dass dass alles sauber läuft und lieber einmal weniger malen als einmal zu viel. Aber wenn es dann ständig zu irgendwelchen Begegnungen kommt, ist es natürlich ärgerlich, weil man natürlich auch noch das mit seinem normalen Leben in Einklang bringen muss. Und wenn man schon nachts um 3 aufsteht, um sich dann um 4 mit irgendwen irgendwo zu treffen und das wieder umsonst war, dann ist das natürlich ärgerlich. Ne? Ja. Wenn man dann zum Frühstück unausgeschlafen ist und nicht mal was dabei rumgekommen ist. Du zählst ja neben einigen anderen zu dem Kreis der aktivsten, sag ich mal, Writer in Deutschland, ne? Zumindest, also es war schon eine ganze Weile, war das so. Wie hast du die Zeit, also wie kann ich mir das vorstellen? Hast du das getrennt von, es gibt ja immer zwei Leben, sagt man als Sprüher, ne? Es gibt immer das private Leben, da gibt's einen Job, da gibt's vielleicht irgendwas anderes. Und dann gibt's dieses Graffiti, in deinem Fall auf Zügen, also du hast dich, glaube ich, komplett auf Züge konzentriert. Second Life kann man das auf jeden Fall sehen. Ist schon so, oder? Ja, ist auf jeden Fall. War es bei dir auch so? Umso älter man wird, umso mehr wird es auch so, weil umso älter man wird, umso mehr hat man mit Menschen zu tun, die dafür wahrscheinlich gar kein Verständnis haben, wenn man da jetzt offen die Karten auf den Tisch legen würde, was man so als Hobby noch nebenbei so macht, würden die wenigsten das verstehen. Hm. Und dann ist es ja definitiv ein Second Life, was man dann eben heimlich noch macht, wovon da auch die wenigsten dann das ahnen, dass du jemand bist, der sowas, die würden gar nicht auf die Idee kommen, dass du so einer bist. So. Obwohl es eigentlich so ist, in meinem privaten Umfeld, in meinem Freundeskreis, baut sich eigentlich fast alles über in erster oder zweiter Instanz darauf aus, auf dass man sich übers Malen, über Hip-Hop oder irgendwie so mal kennengelernt hat. Also gerade bei den Leuten, die man schon länger kennt, also mit denen ich schon länger befreundet bin, die kommen alle irgendwie aus dieser Ecke und die wissen natürlich Bescheid. Ja, klar. Das sind zwei Freundeskreise, das ist dann schon einer, ne? Ja, einmal den tiefen alten Freundeskreis, den man schon seit Jahrzehnten hat. Und dann natürlich Leute, die man auf der Arbeit kennenlernt oder die so ganz nett sind oder Nachbarn oder sonst was, die man so kennenlernt, aber die man dann im Erwachsenenleben mit Graffiti nicht kommen braucht. Ist das auch dein Einstieg gewesen, Hip-Hop? Weil du sitzt heute hier auch mit einem Aerobic Green ganz klassisch, ja. 90er Jahre, Anfang der 90er, das hat einfach dazugehört. Man hat Rap-Musik gehört und natürlich musste man noch einen Tag haben. Hatten ja alle. Ja. Naja, und ich bin halt dabei geblieben. Also, Klassiker, ein paar Filme gesehen, wahrscheinlich Beat Street, wenn ich es richtig gelesen habe, ne? Ja, also ich habe jetzt nicht wegen Beat Street angefangen, aber Beat Street habe ich in meiner Anfangsphase auch gesehen und der hat mich natürlich dann auch beeinflusst oder beeindruckt.
So, und sowas wie Wildstyle oder so habe ich erst viel später gesehen und ganz am Anfang auch gar nicht so richtig verstanden, da war ich noch nicht so weit. Das wirkt auch nicht mehr so, wenn man es zu spielt. Ja, es einfach trashig wirkt so. Mhm. So, jetzt im Nachhinein ist es geil, klar, mhm, aber damals hatte ich noch nicht das Verständnis, da muss man sich schon eine Weile mit Style und so auseinandergesetzt haben, um das zu verstehen und auch würdigen zu können. Da steigt man ja später hinter. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass du Subway Art am Anfang, das Buch, ne, erst gar nicht richtig verstanden hast, die Qualität der Pieces, ja, und so weiter, ne? Ja, das ist genauso wie bei Wildstyle oder so, ist genau dasselbe, ja. Mhm. Wahrscheinlich deswegen, weil man, gut, du kommst aus Potsdam, aber du hast wahrscheinlich durch Berlin, ne, relativ viel schon gesehen, was qualitativ auf einem ganz anderen Level war, weil es einfach 10 Jahre später entstanden ist und. Richtig, naja, Potsdam, Berlin, das ist ja so dicht nebeneinander, ist ja wie ein Vorortstadtteil, mhm, da haben wir eigentlich alles mitgekriegt, so, und die Szenen sind, gar nicht so nebeneinander zu sehen, sondern sehr fließende Übergänge. Mhm. Also wenn man nicht unbedingt wollte, dass man nicht zur Berliner Szene gehört, dann hat man einfach dazugehört, weil man einfach hier mit präsent war. Das ist einfach ein Ballungsraum. Ja. Und na klar, hast du hier genug vor der Haustür gehabt, woran du dich erstmal messen und orientieren kannst und was du bewundern kannst. Mhm. Und da brauchte man nicht Pieces aus New York, die schon 10, 15 Jahre alt waren damals, und die ja auch noch nicht so perfekt aussahen wie die Bilder, die man damals dann so schon live sehen konnte. Mhm. Das kam erst viel später, das Verständnis, was da eigentlich drin steckt und wie perfekt und genial die eigentlich schon sind. So, da muss man sich lange mit Style auseinandersetzen, um das, ja, zu kapieren. Genau. So. Mal ganz kurz in New York zu bleiben, da machen wir einen großen Sprung. Mhm. Du hast dir den Traum dann auch irgendwann erfüllt und bist darüber geflogen. Du erzählst im Buch dann auch, wie das genau passiert ist, aber wie war dein Eindruck, und die Frage stelle ich eigentlich allen, die mal dort waren, speziell das erste Mal, wie war dein Eindruck von New York? Bist du dort angekommen, warst du enttäuscht, warst du begeistert? Beides. Okay. Beides. Also ich war enttäuscht, ich fange mal mit der negativen Seite an, ich war enttäuscht, weil ich kaum Styles gesehen habe. So ganz wenig irgendwo in der Bronx habe ich noch ein Centerpiece irgendwo an der Strecke gesehen. Welches Jahr? 2006. 2006, okay. 2006 und 2007, hm, war ich halt ein paar Mal da. Und das war eins der ganz wenigen Style-Bilder, die ich überhaupt da gesehen habe. Ich habe nicht mal irgendwelche von diesen berühmten riesen Mural-Bildern so irgendwo wahrgenommen, hm, die man sonst so kennt. Aber es war halt in jeder Seitenstraße alles zugeknallt mit Tags und Throw-Ups und so. Aber mehr war da nicht so. Und ich hätte mehr erwartet jetzt so einfach von der Mutterstadt so. Hm. Andererseits, der Flavor reißt einen mit, du kommst da an, aus Berlin, was eine große Stadt ist, aber New York ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Mhm. Da kommt man dann nach Berlin zurück und fühlt sich wie in die Provinz zurückversetzt. So, das hatte Flavor, diese marode Infrastruktur, die Tunnel, die rostigen Gleise und ganzen Pfeiler da, Ratten überall und Dreck zwischen den Schwellen und so in den ganzen Schächten und also das hatte schon krassen Flavor und hat einen sofort mitgerissen und ich könnte auch nicht nach New York fliegen, ohne da dann gleich wieder einen Train malen zu wollen, das geht nicht. Mhm. Also das reißt einen mit. Wenn man im JFK landet, muss man ja erstmal, wenn man dann irgendwo hinfahren will, muss man ja mit der U-Bahn erstmal, ja, durch die halbe Stadt fahren und dann bist du schon mal so on fire, mhm, wenn du nicht die Augen zumachst und da aus dem Fenster geguckt hast, dass du sofort diesen Flavor fühlst. So, das war Hammer. Also von daher war es auch begeisternd. Einerseits ein bisschen enttäuschend, mhm, andererseits auch sehr, sehr, ja, inspirierend. Du beschreibst im Buch, wie die Zeit davor war, bevor ihr da dann wirklich angefangen habt zu sprühen. Habt ihr euch da ein paar Tage Zeit gelassen und so, ne? Das ist ja eine andere Situation, wie man es heute aus New York kennt. Man sieht aus New York heute, ich weiß nicht, ob du das noch mitverfolgst, aber es passiert gerade extrem viel, mhm, dort, ne? Ja, ja. Klar. Aber ich glaube, dass man das nicht vergleichen kann mit der Zeit, in der ihr da wart. Weil ich kenne aus der Zeit Geschichten, die heute in das Bild gar nicht mehr reinpassen. Richtig, da ging es vielleicht gerade erst los, dass es da dann auch wieder ein bisschen startete. Na klar, haben immer irgendwelche, meistens Touris da was gemalt, auch schon vor uns, auch in den 90ern. Auch Berliner kennt man ja genug. Das waren auch einige der Faktoren, ne, die mich da überhaupt heiß werden lassen haben, da unbedingt mal auch hinfliegen zu wollen, mhm, und was zu machen. Aber die Situation ist garantiert eine andere gewesen. Wir hatten auch nicht keine Kontakte oder so, an die man sich da halten konnte. Mhm. Sondern ich habe vorher wirklich akribisch recherchiert und so und mir alte Interviews durchgelesen und geguckt, was erzählt er da? Ah, da geht ein Tunnel unter irgendwie bis in
in Brooklyn unter irgendwelchen Stationen durch und taucht dann 3 Stationen weiter wieder bei irgendeiner Station auf der Linie wieder auf und da stehen im Winter immer Trains. Ich weiß nicht mehr, welcher Oldschooler das geschrieben hat, aber das stimmt, diesen Tunnel gibt's wirklich. Da stand nur leider nichts. Aber wir sind halb New York abgefahren und haben uns dann halt die Spots angeguckt und haben uns alles selber rausgesucht und uns dann gemacht. So. Aber wir hätten viel mehr machen können. Wir waren aber auch heiß drauf, dass wir es filmen können und dann ist man ja schon eingeschränkter, einfach wegen der Lichtverhältnisse, dass man eben bestimmte Stellen nicht macht und dann lieber an einer anderen Stelle, weil man da halt dann auch noch eine Leitung hat. War das zum Großteil Overground oder Underground? Fast alles im Tunnel. So. Wir haben auch was in der Bronx oben gemacht im Jahr, so, aber sonst würde ich immer in den Tunnel gehen, weil einfach da kann man auch am Tag malen und muss dann nicht nachts durchs Ghetto als einziger Weißer vielleicht laufen und so. Das ist einfach unauffälliger und geht leichter, als da durch irgendwelche Zäune durchschneiden und nicht von Polizisten gesehen werden, die sich dann wundern, was da die komischen Touri-Kids hier in der Bronx machen und so weiter. Also würde ich jetzt empfehlen, im Tunnel zu malen. Machen die meisten heute auch, glaube ich. Da wird mittlerweile auch nicht mehr nur gesprüht, sondern auch gerollt, ne? Rolltrains und so weiter. Ja, ja. Das war ja früher gar kein Thema, oder? Nein, Rollen ist auch nicht mein Ding so. Wusstet ihr damals in New York schon, dass es dieses Video, über das wir gleich sprechen werden, dann auch geben wird? Du sprichst jetzt Hard Knocks, Hard Knocks an. Da weiß ich nochmal, den Spleen hatte, nochmal einen Hard Knocks rauszubringen. Ja, das wusste ich am Anfang noch nicht. Aber es kam dann die Idee relativ schnell auf, als wir dann gemerkt haben, dass wir echt cooles Material zusammengekriegt haben und auch so gute Footage-Sachen noch so zum Reinschneiden, will ich mal sagen, so, weil einfach da alles irgendwie geil aussieht und so, diese ganze marode Stadt, so das viel hergibt für so ein Video. Und die Idee ist relativ schnell dann gekeimt, dass man da halt jetzt nochmal einen Film machen sollte. Und deswegen sind wir auch gleich innerhalb von 2 Jahren dann da mehrfach hingefahren, um da immer nochmal was hinterherzuschieben. Und dann kam halt die Idee, dann hier in Berlin gleich auch nochmal nachzulegen und dann 2 Teile in einem Film zu vereinen, Berlin und New York sozusagen. Kann man dann quasi sagen, dass der Hard Knocks Teil der ist, der am meisten durchdacht war? Nein. Nee? War der Prozess bei den anderen genau der gleiche, ja? Also von den Hard Knocks Videos, die ich gemacht habe, war es der durchdachteste, auf jeden Fall, klar. Aber wenn man sich überlegt, was Star und Sekt und Mr. X da gemacht haben, mit Hard Knocks 5 und das war ja auch der durchdacht. Also da gab es da halt ein richtiges Drehbuch und so. Okay, vielleicht habe ich es falsch formuliert, bis dahin. Ja, also für mich, wo ich sehr aktiv beteiligt war, für mich war es der durchdachteste Teil, was auch in der Natur der Sache liegt, weil die Videos, die vorher gemacht wurden, die waren in den 90ern, da waren die technischen Sachen, Voraussetzungen ja noch ganz andere. Da hat man ohnehin Videos noch ganz anders gemacht. Wie kam es eigentlich dazu, Hard Knocks, zu der Serie? Bist du dann dazugestoßen? Hast du es gegründet? Wie ist deine Rolle in der Serie? Ich bin dazugestoßen. Also Hard Knocks kommt aus Potsdam, aus den Mitte der 90er. Es gab ein Magazine, Hard Knocks, unter dem Eindruck der vielen Magazines, die damals dann so aus dem Boden gewachsen sind, Overkill und so weiter, hat natürlich dann auch die Potsdamer Szene da auch was rausgebracht und das war halt so ein Schwarz-Weiß-Magazin auf dem Kopierer von der Schule vervielfältigt, von Cream und Sharp gemacht so und die haben dann auch Hard Knocks 1 gemacht, 96, 95, 96. Ja. Da bin ich auch schon dabei und so, bei einigen Train Actions und so weiter. Und bei Hard Knocks 2, das war dann schon mein Ding. Das habe ich dann übernommen und Hard Knocks 3. Ja. War das damals der erste Teil? War das gedacht als Serie oder hast du es dann zur Serie gemacht? Ich habe es zur Serie gemacht. Und war das völlig normal, dass man damals schon gefilmt hat? Weil für mein Verständnis, wenn ich mit Leuten spreche aus deiner Generation, so normal war das gar nicht, ne? Also, nein, naja, wenn du dir überlegst, wie damals eine Kamera aussah und es hatte auch nicht jeder eine Kamera, da musste man ja dann nochmal einen Zusatzrucksack mitnehmen. Und das hat man schon sehr bewusst gemacht, wenn man vorhatte, ein Video zu drehen, dass man dann eben entweder jemanden mitnimmt, der filmt, beziehungsweise irgendwo malen geht, wo man sich noch abwechseln kann mit dem Film, aber man hat halt immer noch die fette VHS-Kamera am Start, die irgendwie auch nochmal so schwer ist wie dein Hosenbeutel, den du auch noch mit dabei hast. Also ich glaube, wenn ich das alles so lese und auch von dir höre, dass diese Videoproduktion
viel zu tun hat mit dir selber, weil ihr ja selber durch wichtige Filme inspiriert wurde. Du redest ja heute noch in hohen Tönen über Cruel to the Game zum Beispiel. Ja. Hat viel mit dir gemacht, oder? Das Video. Ja, beeindruckt. Ich glaube, alle aus der Zeit, das war das Top-Train-Video damals, auch Mitte der 90er, diese ganzen U-Bahn-Live-Actions von RMA und Level und so, die haben mich einfach beeindruckt und mitgerissen. Ja. Und dann war schon klar, so sowas willst du auch machen. Da willst du auch mal in so einem Video drin sein. Und dann war klar, wenn du die Chance hast, das zu machen, dann auch gleich da dich zu vertiefen. Und ich mache auch keine halben Sachen. Das liegt vielleicht in meiner selbst so, dass ich halt dann auch, dann wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, das dann auch durchziehe. Und so kam es dann auch dazu, dass da eine Serie draus geworden ist. Wenn man viel macht, dann häuft sich auch schnell wieder genug an, an Material, was man da irgendwie präsentieren kann. Ich habe das, glaube ich, richtig herausgelesen. Ihr habt damals die Vervielfältigung mit Videorekordern gemacht? Da waren dann mehrere DVDs gab es noch nicht und sowas. Ne? Ja. Also es gab nur ein Video, VHS. Und dann hat man sich auf die eine oder andere Weise halt Videorekorder beschafft, die dann zusammengestöpselt im Zimmer und nachts, wenn man sich ins Bett gelegt hat, hat man das Mastertape eingelegt und dann die 8, 9, 10 anderen Videorekorder auf Record gestellt und so überspielt. Und so wurde das vervielfältigt und alles handmade, ne? Du hast, als du über New York gesprungen hast, gesagt, ihr seid aus Berlin. Jetzt seid ihr ja Potsdamer, also speziell du bist ja ein Potsdamer, ne? Ja. Diese Potsdam-Rolle, ne, das interessiert mich mal. Diese Potsdam-Rolle, wenn man jetzt irgendwo war, zum Beispiel mal New York oder so, ne? Jemanden zu sagen, man kommt aus Potsdam oder man kommt aus Berlin oder wie steht Potsdam zu Berlin, ne? Wie haben euch die Berliner als Potsdamer damals gesehen? Da kann man ja auch einiges herauslesen in den Texten, in dem Buch dann, ne? So, viele haben euch nicht einordnen können, zum Beispiel, habe ich herausgelesen. Es gab viele Westberliner speziell, ne, die. Ja, die Bad Crew dann, ja. Das war, da wussten die erstmal alle nicht so richtig, wer wir sind und wo wir herkommen. Die Ostler dachten irgendwie, sind Westler. Und die Westler wussten nicht so richtig, was wir für Ostler sind. Ja. Und wir sind ja auch keine Ostler so richtig. Ja. Und waren auch nicht alle keinen Nicht-Berliner. Das ist ja gemischt gewesen, so. Und quer durch die Stadt irgendwie. Ja. Von daher kommt dieser Eindruck vielleicht aus dieser Zeit, aber Potsdam jetzt an sich war sehr schnell irgendwie von Berlin auch akzeptiert als Teil irgendwie der Szene. Nichtsdestotrotz hat es nicht lange gedauert und dann gab es in Overkill immer mehrere Doppelseiten Potsdam. So. Also das konnte man nicht wegdiskutieren bei allem West-Berlin-Patriotismus, dass da auch ein krasses Epizentrum, was Style-Writing betrifft, lag. Und das haben die Leute auch respektiert. Und ich selber habe mich immer als Berliner Writer wahrgenommen. Vielleicht ganz am Anfang nicht, aber das liegt auch daran, dass man so ganz am Anfang mit 14, 15 Jahren erstmal nur das wahrnimmt, was im unmittelbaren Umfeld passiert. So in deinem eigenen Blog und so. Das war halt in Potsdam, im Vorort von Berlin, wenn man so will. Ja. Aber das ist ja, geht in Berlin ja auch nicht anders. Die fangen ja auch an, haben erstmal nur einen Plan von dem, was um die herum passiert, so, vielleicht bei denen in der Schule, wer da noch als Writer irgendwie was Cooles darstellt. Und das erweitert sich ja dann erst Stück für Stück. Ja. Und so war es bei mir auch. Aber dann ist man ja sehr schnell in Berlin drin, weil wenn man hier Trains machen will und so weiter, dann ist man in Berlin und nicht in Potsdam. Aber so ein gesunder Lokalpatriotismus war in Potsdam schon auch da. Den gibt's. Mhm. Es gab auch viele, die sich so als Potsdamer gefühlt haben und repräsentiert haben, so. Das war aber nie so meins. Ich war auch nie so richtig der innere Kern der Potsdamer Szene, wenn man es so nennen will, weil ich da einfach viel mehr durchs Trainwriting außen drum gemacht habe und woanders eine Rolle gespielt habe, als zum Beispiel die Leute wie Work oder so. Die waren als Potsdamer berühmt und respektiert. Aber ich habe nicht, zu denen habe ich nicht wirklich gehört, die kenne ich alle und so. Wir sind zusammen, wenn man so will, irgendwie nebeneinander irgendwie auch aufgewachsen oder haben da eine Rolle gespielt. Aber ich würde mich immer als Berliner Writer sehen und spätestens BAD. Ja. Das ist ja, wenn man an BAD denkt, dann denkt man eigentlich an Potsdam. Also das ist eine Berliner Writer-Crew so. Weil du gerade Work erwähnt hast, also diese Generation um ihn auch, ne?
von der hast du ja, du bist ja dann quasi die nächste Generation, kann man das so sagen, oder? Ja, das ist die Frage, wie viele Jahre machen eine Generation aus? Aber ja, Work ist aus der Generation, die noch vor der Wende schon sich mit Graffiti beschäftigt hat und auch gebreakt hat und sowas. Hm. So ganz klassisch, ne? Mhm. Und ich gehöre jetzt der Generation an, die halt kurz nach der Wende dann losgelegt hat. So, mhm. Es gibt noch ein paar, die sind 1-2 Jahre älter, die sind noch dazwischen irgendwie. Ja. Aber ja, wenn du recht, du hast recht, also ich bin die nächste Generation. Und hast dann ja auch ästhetisch, stilistisch von der Generation profitiert, du wurdest von dem wahrscheinlich auch inspiriert, ja, oder? Definitiv. Wenn man jetzt Work mal so anschaut, dann und was er da so bewirkt hat, dann ist eher so ein bisschen zu vergleichen vielleicht mit Kane in Heidelberg, mhm, oder so. Mhm. Da kann man nicht dran vorbei. Und als Potsdamer kann man dann wirklich vorbei. Mhm. So, und der hat alle beeinflusst, die da aus der Ecke hier kamen. So. Und natürlich, die anderen Inspirationen kamen aus Berlin. Mhm. So. Und auch Work ist aus Berlin inspiriert worden. Und bei seinen frühen Pieces sieht man das auch. Und es hat halt nicht lange gedauert, dann, weil er ist ein Ausnahmetalent, würde ich mal sagen, was Style betrifft auch. Ja. Dann ist es sehr schnell ein richtiger Workstyle geworden. Er hat auch viel aus Heidelberg mitgenommen, das sieht man auch eine Zeit lang. Das stimmt. Aber trotzdem ist er da so ein krasses Epizentrum, was das Style betrifft. So. Mhm. Und würde ich sagen, so gleichwertig mit Leuten wie Check oder Oden. Ich glaube auch, dass so, da städteübergreifend Richtung Leipzig auch viel passiert ist. Potsdam, Leipzig hat auch ein bisschen inspiriert, weil das teilweise so abgefärbt hat, durch die Jams wahrscheinlich auch. Man hat sich ja auf den Jams getroffen und sich da auch gesehen. Und so, ne? Ja, richtig, aber da war ich nicht mit dabei. Ja, ja. Das waren so eher die Leute, die so in Potsdam so ganz lokal geblieben sind. Mhm. Tatsächlich Work und die Leute so, die hatten da mehr mit den Leipziger zu tun, Whisky und so, genau, ne? Genau. Aber mit denen hatte ich gar nichts zu tun, außer wenn die mal zu Besuch waren, dann war ich wieder gefragt. So, dann kamen sie zu mir an, ey, wir kriegen Besuch, kannst du die mal mitnehmen? Die wollen ja auch einen Train malen und so. Dann war ich gut genug sozusagen, weil so, aber sonst hatte ich da weniger mit zu tun. Also ich hatte meinen eigenen Freundeskreis und der hat nicht viel mit dieser Potsdamer Clique zu tun gehabt. Mhm. Oder nur am Rande so ein bisschen. Wenn du sagst, du hast Anfang der 90er angefangen, aus dem Buch geht hervor oder aus den Texten geht auch hervor, dass das mehr oder weniger einhergegangen ist mit dem S-Bahn-Anschluss von Potsdam, ne? Also da steht zumindest mehr oder weniger, nicht in einem Satz, aber es steht kurz, es folgt aufeinander. Weißt du, dass du zum einen sagst, ich habe meine erste S-Bahn gemalt oder zumindest das waren so meine ersten Bilder. Und der S-Bahn-Anschluss von Berlin an Potsdam ist genau gleichzeitig auch passiert. Das ist ein Zufall, würde ich sagen. Also ich habe halt damals angefangen, in dem Alter, in dem man damals eben anfing, so 13, 14 Jahre alt, da ging's los und es war eben gerade die Zeit, wo dann die Infrastruktur so zusammengewachsen ist und wieder zusammengeführt wurde. Mhm. Und dann war natürlich klar, dass man auch die Trains malt, die einem hier zur Verfügung stehen. Aber mein erster Train war keine S-Bahn. Mein erster Train war so ein noch mit Deutsche Reichsbahn, DR, nicht DB drauf. Dunkelgrün? Dunkelgrün, genau. Und ja, S-Bahn natürlich dann auch. Und dann hat man sich immer weiter vorgearbeitet. Natürlich die Stellen in Potsdam, dann Wannsee ist... liegt ja auch vor der Haustür so, da ist schöne große Yard und da gab es viele Möglichkeiten und dann stückweise Berlin entdeckt, was da noch für Stellen überall zur Verfügung stehen. Das ging dann Schritt für Schritt so mit der Erweiterung des eigenen Horizonts, was Graffiti überhaupt betrifft und Style und so weiter und was es da noch alles gibt und welche Namen, hat sich dann auch die Erkenntnis eben parallel mitentwickelt, wo es noch so Stellen gibt, an denen man Trains malen kann. Mhm. Und die habe ich natürlich auch probiert zum Benutzen. Habt ihr euch die gesucht oder hat euch auch irgendjemand gesagt, da könnt ihr hin und da? Beides. Ja, okay. Klar, sprechen sich Sachen rum. Ja, ja. Oder man lernt auch Leute kennen, so wird von Leuten, die man da in Berlin vielleicht irgendwie kennenlernt, so aus anderen Ecken der Stadt so mitgenommen. Und dann haben wir sie mit zu uns genommen und so. Da haben auch hat viel eine Rolle gespielt, dass man da mit Leuten losgezogen ist und sich getroffen hat und so. Und dadurch natürlich auch wieder in irgendwelchen Spots gelandet ist, die man noch nicht auf dem Schirm hatte. So. Mhm. Schreibe ich auch in meinem Buch dann ein bisschen was drüber, über einige Namen und Stellen, die da mir jetzt noch besonders im Gedächtnis geblieben sind. Du beschreibst ja auch relativ gut, was das damals von Vibe war. Ne? Ich kenne das ja selber, ich bin ungefähr die gleiche Generation, ich kenne das aus meiner Stadt.
dieses graue Faschos erwähnst du und so weiter, ne? Also ist das eine logische Konsequenz, dass man dann zum Sprüher oder zum Hip-Hopper wird, oder? Na, Potsdam ist jetzt nicht so die krasse Nazi-Stadt gewesen. Das waren andere Städte im Osten, glaube ich, mehr und auch andere Ecken Berlins mehr als Potsdam. Das ist, kann ich so nicht sagen. Also klar, wenn ich Fascho sein wollte, dann wäre ich wahrscheinlich irgendwo Fascho gewesen, in irgendeinem Plattenghetto. Mhm. Das wäre auch in Potsdam gegangen. Aber das Umfeld war da. Also es waren irgendwie gefühlt, hat jeder einen Tag gehabt auf dem Schulhof. Also jeder hat einen Tag gehabt. Alle haben irgendwie NWA und Ice Cube und Ice-T und Run DMC gehört. Ja. Und dann war es klar, dass man auch einen Tag haben muss. Mhm. Und das wollte ich natürlich auch. Und dann hat eins zum anderen geführt. Und dann lernst du Leute kennen, die dasselbe fühlen wie du. Das war damals vor allen Dingen Large, mit dem ich dann auch eine Zeit lang in einer Klasse war. Der hat dann eher später als Breaker weitergemacht. Aber am Anfang haben wir uns halt für Graffiti interessiert. Und er war da mega begeistert von allem und kannte irgendwelche Spots, wo Hall of Fames sind. Und dann sind wir da hin und haben uns die Bilder angeguckt und so. Hat eins zum anderen geführt. Wir haben ja auch im Vorgespräch über Nostalgie gesprochen. Du bist schon auch ein nostalgischer Mensch, ne? Ein ganz schlimm nostalgischer Mensch, ja. Krankhaft, sozusagen. Ja, ja. Das Herz blutet manchmal. Ist das so, ja? Ja, manchmal schon. Kommt das jetzt gerade in der Phase wegen dem Buch, ne, weil das jetzt zusammengestellt wird, kommt das jetzt gerade da nochmal mehr hoch, oder? Bestimmt, weil einfach manche Sachen ja dadurch nochmal angefixt werden und dann kommen die Fotos nochmal ans Tageslicht und dann kommen natürlich auch die Erinnerungen wieder hoch. Hm. Und die man vielleicht schon gar nicht mehr so auf dem Schirm hatte. Ja. Und klar, da erinnere ich mich gern dran. Also das ist ein Teil von mir. Sonst hätte ich auch nicht so lange weitergemacht. Ne? Das sind ja wahrscheinlich Modelle, ne? Die da eine Rolle spielen. Die Modelle, die es nicht mehr gibt. Und, ja. Also neue Trains sind für mich nicht so. Also die würde ich nicht malen. So. Das wissen auch alle, die mit mir was zu tun haben, so vom Malen. So. Also wenn da jetzt klar ist, da steht definitiv eine neue U-Bahn an dem Spot, dann wäre das keine Action für mich, da würde ich gar nicht hinfahren. So. Das kommt auch halt nur selten vor, dass wenn dann blöderweise doch so ein Ding da drin steht, dass wenn man dann halt nicht alle enttäuschen will und die ganze Mannschaft zusammengeklappert hatte, dass man dann trotzdem macht. Aber normalerweise probiere ich immer nur noch die alten Modelle, die mir gefallen, zu malen, weil auch ich finde zumindest, dass gerade mein Style auf neuen Bahnen nicht wirkt. Die machen vieles kaputt. Das hat einfach nicht die Wirkung. Das frisst vieles auf. Da kannst du noch so einen geilen Funky-Style raufhauen und dann guckst du dir das Foto an und dann sieht's aus, als wenn du es auf einer Tram gemalt hättest. Mhm. Und klar hat das auch was mit Nostalgie zu tun. Weil ich habe damals halt noch Nieten malen können und Stila und so. Und das waren natürlich Züge, die waren gemacht für Graffiti. So darauf wirkt es einfach, die müssen angesprüht sein. Jetzt so eine Odeck-Bahn oder so, naja, also es wäre nicht mein Ding. Das können Jüngere vielleicht gar nicht so richtig nachfühlen. Das ist Luxusdenken vielleicht auch ein bisschen aus anderer Perspektive. Aber für mich ist es so, wenn dann neue Trains nur noch so ganz moderne ICE-mäßige Trains stehen, die keine Unterkante haben und nur aus Plaste und Kunststoff bestehen, dann reizt mich das auch nicht, die anzumalen. Also ist es das Plastik, ja? Wahrscheinlich ja, so. Überhaupt diese Ästhetik der alten Trains, die einfach in anderen Ländern haben sie es ja geschafft, auch ihre neuen Modelle halbwegs ordentlich aussehen zu lassen, aber in Deutschland wurde es immer schlimmer. Also neuere S-Bahnen sehen scheiße aus, neuere Regionalbahnen sehen scheiße aus. Schon die Fronten, die Cockpits, die alle aussehen wie so ein ICE-Cockpit. Da spüre ich nichts. Ich glaube, die Nostalgie kommt natürlich auch vom Alter, ne? Ich glaube, man war einfach damals im Alter, wo es einfach... Bestimmt auch, ja. Also vielleicht ist es auch Luxus, dass ich eben gerade das mitnehmen konnte und die Leute, die jünger sind, denen bleibt es halt einfach verwehrt, weil es die Trains nicht mehr gibt. Aber so bin ich halt. Mhm. Das ist halt mein Luxus, den ich mir gönne. Nach all dem, was jetzt passiert ist in den letzten 30 Jahren, wir hatten vorhin das Thema, dass du dich ja dadurch, dass du ein sehr zurückgezogener Mensch bist und teilweise auch sehr scheu, medienscheu sowieso, wir haben ja gerade darüber gesprochen, dass es mehr oder weniger das erste Interview ist. Hast du wenig du hast eine Selbstreflexion, das merke ich auch, ne? Du bist sehr reflektiert, aber du weißt wenig darüber, was andere über das, was du gemacht hast, denken und wie die über dich sprechen, ne? Also das weißt du, das habe ich gemerkt, da fehlt dir ein bisschen dieser Input. Ja, das klar, aus Sicherheitsgründen ist es dann irgendwann
immer mehr klar geworden, dass es besser ist, wenn man in einem kleinen Kreis agiert und nicht mit jedem irgendwie zu tun hat und auch am besten nicht jeden kennt. Ja. Das kann nur von Vorteil sein. Vielleicht kriegt man da nicht alles mit, aber man hat auch nicht Beziehung zu jedem und nicht, ist nicht jedem verpflichtet und macht einfach sein Ding und geht da auch vielen Ärger und unnötigen Sachen und aus dem Weg und Graffiti-Politik und das brauche ich alles nicht als erwachsener Mensch. Braucht man das nicht. Malen soll ja erstmal Spaß machen und ein Ausgleich sein zum normalen Leben, was schon beschissen genug sein kann. Mhm. Aber wenn du jetzt die Wahrnehmung anderer ansprichst, dann hast du recht, ja. Man kriegt das oft gar nicht mit, welchen Stellenwert man vielleicht für andere hat, bis man sie dann vielleicht mal trifft und dann erst merkt, so, dass man die beeinflusst hat oder beeindruckt hat oder wie weit man schon irgendwie einen gewissen Legendenstatus erreicht hat, was man vielleicht selber gar nicht mitbekommen hat. Klar, wir waren auch nie medienscheu, wenn es auf Magazines ging. So. Also es war uns immer sehr wichtig. Mhm. Also auch schon bevor das mit Bad losging, noch als wir unter RKS viel gemacht haben und so, haben wir natürlich probiert, unsere Fotos da irgendwo hinzuschicken, an die Magazine, die wir auch selber uns angeschaut haben, um auch da präsent zu sein, weil damals gab es kein Instagram und kein Internet, wo sich alle präsentieren können. Das war das Medium. Mhm. Und Magazine waren damals einfach auch ein bisschen was, die hatten einen anderen Stellenwert. Die sind für die Ewigkeit, für mein Gefühl. Ich erinnere mich heute noch an Pieces in einer Overkill. Die haben mich bis heute geprägt, an die erinnere ich mich. Die haben mich begeistert und so. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendein Insta-Account mal kann, dass ich da irgendein Bild sehe. Und dann 30 Jahre später sage, das Bild finde ich immer noch Hammer und das hat mich so krass beeinflusst. Das ist viel zu schnelllebig. Deswegen habe ich mich da auch selber nie engagiert oder mich da eher ferngehalten von sozialen Medien und so. Auch aus Sicherheitsgründen und weil das einfach inflationär ist und ja, der Sache den Reiz wegnimmt. Aber dadurch bekommst du natürlich auch nicht mit, wenn zum Beispiel wir jetzt bei uns mal ein Piece von dir posten, ein Panel oder so. Ich guck's mir schon mal an. Man kann ja auch als Gast, ohne selber einen Account zu haben, sich solche Sachen angucken, in einem gewissen Maß zumindest. Mhm. Das nehme ich auch gern mit, aber ich beteilige mich nicht aktiv. Da sind mir die Sachen zu schade, so die da zu verheizen im Internet, sodass jeder da seinen Senf dazu geben kann, da seinen Kommentar abgibt und King und hier Daumen hoch, Daumen runter, die Experten treffen sich und diskutieren, das ist nicht meins so. Macht doch meistens ein völlig verzerrtes Bild von dem, was da überhaupt gezeigt wurde. So. Und da werden Sachen gehypt, die haben es gar nicht so verdient und andere Sachen gehen unter, die in meinen Augen viel, viel mehr Wert haben, die viel präsenter sein müssen. Und das war bei Magazines anders. Da, wenn man im Magazin drin war, dann war das wie ein Ritterschlag. Mhm. So, wenn du da einmal drin warst und in den 90ern, die Magazine meine ich, da war auch nicht das so aufgebaut, dass eine Person, ein Künstler, ein Writer eine bestimmte Doppelseite hatte und da dann seine Riesenbilder drin hatte, in Doppelseite mit der Spiegelreflexkamera, sondern da hatten halt bestimmte Leute 2-3 Bilder drin, vielleicht auch nur ein Bild, aber das hat auch ausgereicht fürs ganze Magazin, um zu burnen und eben 30 Jahre später immer noch so eine Wirkung zu entfalten, dass ich mich noch daran erinnern kann. Mhm. Vielleicht geht's anderen Leuten in meinem Alter, die damals mit dabei waren, ähnlich. Das kann natürlich sein. Also von einigen höre ich sowas zumindest. Ich würde mal ein Thema ansprechen, da habe ich das lange überlegt, ob wir es dem Buch überlassen, um das zu erzählen und ob wir es hier im Podcast machen. Ich denke, es ist ganz cool, wenn wir trotzdem mal einen Podcast machen. Die Größe deiner Panels, die haben eine bestimmte Form. Also ne, wenn ich jetzt mal nur darum gehe, wie hoch ist so ein Piece, wie lang ist so ein Piece und so weiter. Und das hast du in dem, was du uns dann geschickt hast, in den Texten mehr oder weniger gelüftet. Ich will mal nicht Geheimnis sagen, aber du hast zumindest aufgelöst, wie es dazu kam. Wo kommen diese schon sehr außergewöhnlichen teilweise Formate her? Das war halt die Natur, lag an der Natur der Sache, wenn du bestimmte Stellen malst, wo du halt nur begrenzt Platz hast. Bei U-Bahn-Panels an bestimmten Stellen in Berlin ist es so, da hast du halt nur den Pfeilerabstand Platz. Und in früheren Zeiten war es ja auch so, dass man nicht davon ausgehen konnte, dass man davon irgendwann ein Bahnhoffoto kriegt, weil die Dinger wurden einfach rausgezogen. Das war Standard. Und du hattest nur dein Foto vom Layup aus dem Spot nach der Action und mehr hast du nie wieder davon gesehen. Und wenn du nicht irgendwie mitten in deinem Bild einen Pfeiler haben wolltest, musst du dich halt dazwischen quetschen. Und so kam es dazu, dass sich mein Style so ein bisschen so entwickelt hat, dass er mehr nach oben geht und nicht in die Breite, zumindest eine Zeit lang.
So, und dann konnte ich auch, selbst wenn ich die Möglichkeit hatte, mich schwer daran gewöhnen, mal einen Sketch zu malen, der so ausladend nach rechts und links geht. Das hat eine Weile gedauert, bis ich mich da wieder in die Richtung entwickeln konnte. Also mittlerweile ist es nicht mehr so, würde ich sagen, aber ja, stimmt schon. Das ist durchaus prägnant, dass ich da so einen schmaleren Style habe. So, da kam auch schon mal ein paar Witze von Leuten so zu. Aber es ist verrückt, wie ein Spot dann am Ende einen Style beeinflussen kann, ne? Trotzdem. Ja, Ja. man muss sich anpassen, ne? Du hast gerade das Zeichnen erwähnt. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass du dich mit Zeichnen und Sketchen immer sehr schwer getan hast gegenüber anderen um dich herum. Du hast, glaube ich, Truss erwähnt. Habe ich das falsch Nein, verstanden? also ich weiß, was du meinst, Okay. aber das ist Trust gerade nicht, aber Style war mir schon immer wichtig. So, ich habe auch immer gesketcht und eigentlich beim Train mal noch immer mit Sketch gemalt, weil es mir einfach wichtig war, da was umzusetzen, was ich mir vorher überlegt habe und dass die Pieces auch immer anders aussehen und ich nicht immer dasselbe Stempelpiece immer wieder mache. So. Und das war Competition einfach schon bei uns mit Case und Track und Star und so weiter. Da war einfach immer auch ein gesunder Wettstreit, was der Style betrifft. Und du hast recht, das schreibe ich auch in den Texten, dass wir da uns teilweise auch aufgestachelt haben. Und es natürlich von meinem Gefühl her, ich bin nicht der talentierteste von uns, so aus meiner Sicht. Und anderen ging es mehr aus von der Hand. So, also gerade Track zum Beispiel, der brauchte sich gar keine Mühe machen, der hat sich mit verschränkten Beinen irgendwo auf dem Küchentisch, da am Küchentisch niedergelassen, einen Pulli genommen und nicht mal aufs Blatt geguckt und nebenbei was gekritzelt. Und das war so krass funky, das perfekt einfach. Und ich habe manchmal eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde mit Radieren und wieder nochmal nachzeichnen an den Buchstaben rumgeschmiedet, dass die irgendwie so funktionieren, wie ich es mir vorstelle. Vielleicht habe ich auch eine andere Art und Weise, ans Malen ranzugehen als andere vielleicht. Aber na klar, wir haben probiert, immer einen Burner zu malen. Das war uns am wichtigsten. Viel malen, okay, aber es muss auch gut sein. Nicht einfach nur Quantität, sondern da muss immer Style mit dabei sein. Und Truss haben wir dann eher angesteckt irgendwann und so ein bisschen geschult. Er ist minimal jünger als wir alle und kam etwas später dazu. Und aus ihm haben wir erst so ein bisschen Train-Styler gemacht. So. Vorher war er so Bomber. Rest in Peace an der Stelle. Das war übrigens auch so ein Aha-Moment. Ich kannte ihn ja und er hat immer erwähnt, dass das schon so eine gewisse Mentorenrolle, also speziell auch zwischen dir und ihm da Das war, ne? kann sein, Ja. ja. Also ich würde sagen, am Anfang war es so, dass Track so der Style-Head war, so für ihn. Das sieht man auch an seinen Pieces bis eben auch 20 Jahre später oder so. Und dann später, als Track dann schon raus aus dem Game war, habe auch ich ihm mal einen Sketch gemalt, wenn er nicht weiterkam. Wir haben uns oft darüber unterhalten und dann, ja, dann habe ich ihm mal ein paar Sketches gemalt in einer ruhigen Minute so und ihm die in die Hand gedrückt. Und dann habe ich gesehen, ein paar Wochen später, dass er die umgesetzt hat oder für sich nochmal verarbeitet hat und dann selber wieder angefeuert wurde, da sich weiterzuentwickeln. So manchmal braucht man nochmal so ein bisschen Katalysator und das war ich dann vielleicht oder auch die anderen. Also oft war es halt auch ein bisschen für einen selber beschämt, wenn man dann so zwischen Track und Case ein Panel gemalt hat und gefühlt haben die beiden so abgeliefert und dann dazwischen so stiefmütterlich war dann das eigene Bild, was, naja, zumindest nach der Eigenwahrnehmung dann irgendwie da abgestunken hat. Lass uns mal ganz kurz zu der Frage zurückkommen mit der Wahrnehmung, wie man von außen wahrgenommen wird, nochmal ganz kurz dahin zurückgehen, weil das direkt in Bezug auf deinem Style auch, habe ich das erwähnt, weil wenn man, das wird man in dem Buch sehr gut sehen, wie sich das natürlich entwickelt, von den ersten Bildern bis teilweise bis heute, dann gibt es da ja so mehrere Phasen. Es gibt da eine Phase, die fand ich sehr signifikant, die war sehr inspirierend, also um dich rum hast du auch weiter inspiriert, wo du mir dann gesagt hast, okay, das war mir jetzt so gar nicht klar, obwohl das eigentlich ein Stein gemeißelt ist, also du kannst jeden fragen da draußen. Es gibt eine bestimmte Linie, einen bestimmten Strich in dem Style, der hat auf jeden Fall was gemacht mit den Leuten um dich herum. Ne? Weil du bist ja dann später wieder zu einem Style zurück mit Mr. T, mit dem Namen, Ja. der wieder ein bisschen weggegangen ist von diesem typischen Elvis-Style. Ne? Viel New Yorkiger wieder und Ja, so also weiter, New weißt du? York, ich war immer irgendwas da Ja, dran, klar, ohne aber. Frage, aber ich weiß, was du meinst. Ja. Auch bei mir gab es immer so Augenblicke, wo dann so eine Art Katalysator auf mich gewirkt hat. Irgendwas hat mich gesehen, irgendein Piece, irgendwelche Styles, die ich vorher noch nicht wahrgenommen habe von irgendwem.
Und die haben mich dann angespornt, mich irgendwie weiterzuentwickeln, zu sketchen und mein Style auch irgendwie weiterzuentwickeln mit meiner Handschrift. Also jetzt nicht biten, sondern so inspirieren lassen von anderen, um dann selber auch so abliefern zu können. Und so ist das wahrscheinlich passiert. Man selber nimmt das natürlich anders wahr als dann die Leute um einen herum oder auch Leute, die einen nicht kennen, die einen nur aus Magazines oder so kennen, weil sie mal die Trains Fernsehen haben, dass das so auf andere wirkt, war mir nicht klar, da hast du recht. Also ja. Das nimmt man erst später wahr, wenn man sich mal darüber dann mit Fremden unterhalten kann, so, wie die einen eigentlich einordnen. Ne? Ja, also ist ja, du warst ja damit Teil von so einer stilistischen Welle, damals Berlin, auch Potsdam in dem Fall bei euch, ne, Russ, DRM etc., da ist ja was entstanden, was sich extrem angepasst hat an die Gegebenheiten, ne? Ja. Hatten wir jetzt gerade das Thema. Geschwindigkeit und so weiter. Und da ist halt dann aus verschiedenen Lägern, sage ich mal, sind da verschiedene Stile entstanden und dann aber einer davon. Weißt du, so sehe ich das okay, heute. Okay, kann sein, ja. Kann ja. Durchaus sein. Allerdings, ich sehe das ein bisschen nüchterner so, oder ich würde das nicht zu hoch hängen. Also ein bisschen bescheidener vielleicht. Also Rust zum Beispiel, der ist einer der größten Trainmaler-Talente aus Berlin. In meinen Augen, so, das war Idee, also was er als Panels abgeliefert hat, das war einfach perfekt so, das war exakt das, was für die Zeit und für das Medium eben nötig war, und da hat er das Maximum rausgeholt, mehr musste es nicht so. Ja. Klar probiere ich das auch, aber ob ich da jetzt ähnlich ebenbürtig bin, das Nee, es ging um die Zeit, war die gleiche, ne? Ja, die Welle, die da kam, ne? Rust und so, die waren alle nur minimal jünger als wir, also im Endeffekt dieselbe Welle so, die dann Ende der 90er und Anfang der 2000er dann richtig durchgebrochen sind und dann das hier geprägt haben, die Trainmaler-Szene in Berlin und so weiter. Klar, ja, okay, und das wirkt natürlich dann auch auf andere. Und da haben wir natürlich alle probiert abzuliefern. Da war es wirklich noch wichtig, dass man Burner bringt. Und dann siehst du von anderen Leuten, die haben auch was Krasses gemacht, dann willst du natürlich auch wieder auch einen Burner bringen und die beeindrucken. So, das ist klar. Das war damals halt noch ganz wichtig. Ich glaube, heutzutage spielt das weniger eine Rolle. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn ich mir jetzt so die Masse der Trains angucke, die heute so zu immer irgendwo fahren oder die man irgendwo im Internet sieht oder so. Es gibt natürlich immer noch Leute, die da probieren, Style-Writing rüberzubringen, aber ein Großteil, da sehe ich jetzt nicht große Ambitionen da, dass sie sich vorher schon vorgenommen haben, werden Burner abliefern zu wollen. So, denen geht es eher um die Action oder so, um viel zu machen oder einfach um Spaß zu haben, was auch okay ist. Klar. Ja, die Motive gibt's, die gab es bestimmt damals schon immer, aber ich glaube, es auch, na klar. Heute nochmal diverser als damals wahrscheinlich. Aber genau, ich glaube, damals hat Style einen größeren Stellenwert gehabt bei den Trainrollern, auf jeden Fall. Wobei man immer gucken muss, okay, Definition von Style, ich glaube, die ist auch wiederum eine andere heute als vielleicht damals. Ne? Definitiv, klar. Die schieben alle einen ganz anderen Film und werden wahrscheinlich jetzt sagen, wir sind alle hängen geblieben hier mit New York und sie malt ja alle, als wenn er hier mit nur noch jeden Tag White Style guckt und nichts anderes um euch rum gelten lasst, so, okay. Obwohl ich das als Kompliment nehmen würde, wenn mir das einer sagen würde, dass ich so male. Und die schieben halt einen anderen Film und fühlen das einfach anders. Aber wahrscheinlich haben Ältere, als wir damals angefangen haben, ähnlich über uns geredet. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, also auf jeden Fall, du warst ja selber Teil davon in den frühen 90ern. Berlin war ja schon immer so eine Style-Writing-Hochburg. Metropole, ne? Ja. Metropole, also eine der wichtigsten Städte weltweit, wenn man mal außerhalb von Amerika guckt. Und da gab es diese Welle mit Poet und so weiter, ne, wo extrem viel passiert ist mit dem Style in Berlin. Und dann kam diese Welle, von der wir gerade gesprochen haben, mit den Trainwritern, die da wieder was Neues etabliert haben. Und jetzt gibt's halt auch eine Welle, wo man drüber streiten kann, ist das eine Style-Writing-Welle, weil die sich ja am Ende auch den Gegebenheiten anpasst. Ne? Ja. Und den Umständen und wie die Leute heute drauf sind. Mindset ist ein ganz anderes Mindset, wie ihr da. Wie gesagt, ich brauche jetzt auch nicht mit dem erhobenen Zeigefinger als alter Sack jetzt hier irgendwie erzählen, früher war alles besser und so. Früher war alles anders, würde ich mal sagen. Die heutzutage schieben halt ihren Film und für die ist das wahrscheinlich auch ähnlich spannend, wie es für uns damals gewesen ist. Und wenn die dann mal in 30 Jahren dann zurückblicken, werden sie sich vielleicht ähnlich wehmütig und mit einer Träne im Auge daran zurückerinnern, wie cool das gewesen ist, als sie damals angefangen haben oder sowas. Ja. Ich hoffe es zumindest, dass es denen dann auch so geht. Gibt ja auch eine Generation so um Roy herum und so, das spielt auch eine Rolle in deinem Buch jetzt. Ja. Die haben ja auch wiederum was etabliert, was es so in der Formel gab. Also
der Output in Berlin ist natürlich immer schon hochwertig gewesen und immer innovativ. Also wurde immer versucht, sich herauszuarbeiten aus irgendwas, was dann irgendwann im Einheits- Was so viel Stamm passiert, wenn man hier irgendwie was reißen wollte, dann musste man da schon sich richtig Mühe geben, sonst funktioniert das nicht. Und das ging natürlich nur, wenn man irgendwie Qualität abliefert. Masse okay, aber im Endeffekt setzt sich dann doch die Qualität durch. So. Also es deckt sich wieder mit dem, was du über, ich glaube, das war auch in den 90ern, über TVU und so weiter geschrieben hattest in deinen Texten, wo es darum ging, das hat dich alles stark beeindruckt, aber es war halt richtig viel auf Quantität ausgerichtet. Ja, genau. Das ist auch der Grund, warum ich wahrscheinlich nicht so, also Hulkas sind geil, ja, ohne Frage, ist so ein martialischer Akt, so im, am besten noch im Takt, in so ein Crew-WC da schnell, du weißt, in 6 Minuten kommt der Takt vorbei, dann muss das Ding stehen und dann da die Letters raufknallen, Proportionen müssen stimmen und so. Das war mir, man kann ja trotzdem ordentlich abliefern in der Zeit. Ja. Das ist schon geil, aber wenn man sich stylmäßig verwirklichen will, dann muss man eigentlich Panels malen, Style-Panels. Und deswegen bin ich eher immer der gewesen, der lieber ein Style-Panel gemalt hat, anstatt ein Holker so. Und so, also da konnte ich mich einfach besser verwirklichen. So. Das war mir wichtiger, da einen Burner abzuliefern. Würdest du immer den Panel vorziehen vor dem Holker, ja? Ja, also jetzt in den letzten Jahren, wo es mit U-Bahn so ablief, war es auch eine Vernunftsache, lieber Panels zu malen, weil die fahren und die strapazieren die Spots nicht so, weil über Holkers ärgern die sich wirklich doll und dann machst du die Stelle kaputt. Und fahren tun sie dann wahrscheinlich weniger oder werden ja angebufft, aber Erfahrung hat gezeigt, dass die Holkers dann doch rausziehen. Aber Panels sind ja manchmal sogar Monate gefahren. Was der Hammer war, dass das in Berlin überhaupt nochmal möglich war, gerade auf U-Bahn, dass da die Trains hier auf unseren U-Bahn hin und her fahren und dann war halt logisch, dass man da Style-Panels malt und immer wieder nachschiebt. Ja. Hast du auch großen Wert drauf gelegt, also du erzählst von einigen Linien, also die durch Berlin auch führen, die ihr gemalt habt, wo halt die Pieces länger gefahren sind, ne? Du meinst in den 90ern damit? Genau. Ja, wir haben durch Zufall mal eine Stelle außerhalb Berlins entdeckt, so vor den Toren Berlins, wo halt ein Rego stand, der nicht zur Berlin-Brandenburg DB Regio gehörte, sondern von Mecklenburg-Vorpommern, glaube ich, gestellt wurde und dann auch an die Küste hochfuhr, durch Berlin bis nach Cottbus. Und wir haben festgestellt, dass das Ding nicht so gebufft wird, wie es sonst an der Tagesordnung war. Da wurden teilweise die Regios hier im Raum Berlin noch schneller gebufft als die S-Bahn so. Und der eben nicht. Und der wurde eher so behandelt, wie wir es aus Westdeutschland kannten, dass dann vielleicht die Nummern gebufft wurden und die Scheiben nach ein paar Wochen und der Rest fuhr dann aber noch über Monate. Und genau das war natürlich geil, dass eine Strecke durch Berlin fuhr, wo man das so haben konnte, wie man es sonst nur aus Hamburg oder so kannte. Und ja, die haben auch öfter bedient. So. Ja. Weil gerade eben, ne, wir hatten es vorhin im Vorgespräch, die U-Bahn sind damals sehr, sehr selten gefahren. Also in den 90ern gar nicht eigentlich, die sofort rausgezogen, nur als Durchfahrt. Also da musste man wirklich Glück haben, die vielleicht nochmal irgendwie als Durchfahrt noch schnell zu knipsen. Hm. Eigentlich gar nicht. Und bei S-Bahn war es auch so, ein Tagfoto, ein Traffic-Foto kriegen war nur Bonus. Hm. Also Nachtfoto, okay, musste sein, aber da alles andere war nur das i-Tüpfelchen so. Also dass hier großartig die Sachen lange fahren, das war lange Zeit überhaupt nicht so. Das hat sich inzwischen ein bisschen geändert, zum Glück. Hm. Und das mit den U-Bahnen war natürlich dann nochmal die Krönung, ne? Dass wir das noch leben durften. Genau, und dann sieht man so, gerade in der Corona-Hochzeit, da sieht man dann, wie das auf einmal alles anfängt zu färben. Dann ist es eskaliert. Also das hat sich ja zugespitzt über so Ende der 2000er, dann über die 2010er Jahre immer mehr, dass immer mehr fuhr und auch länger fuhr. Und dann ist es ja eskaliert. Da sind die Panels ja teilweise mal verschwunden und nach ein paar Monaten wieder aufgetaucht, auf einer anderen Linie vielleicht, und dann nochmal 1-2 Monate gefahren. Also Rekord war, glaube ich, ein Chica-Panel, was ich nach über einem Jahr nochmal weiterfahren sehen habe. Unglaublich. Das kannte man sonst wirklich nur aus Westdeutschland von irgendwelchen Steel Trains oder so. Naja. Ja. Hammer. Also das war, habe ich mal zu meinen Jungs auch gesagt, da so zu unserem engeren Kreis, wie ich ihn immer nenne, dass wir uns später mal daran erinnern werden, an diese Zeit so. Das wird auf jeden Fall mal so sein, dass wir uns daran erinnern, dass wir glücklich sind oder glücklich sein können, dass wir diese Zeit noch mitnehmen konnten, dass wir das noch erleben durften sozusagen. Gerade das, was Fahren angeht, du erzählst auch öfters mal von dem Urlaub im Ungarn, da gab es mehrere davon, ne? Ja, am Balaton. Ja, richtig. Und das war ja auch, die Regios sind ja auch sehr, sehr lange gefahren, ne? Bis zu 10 Jahren, glaube ich, sogar. Irgendwie. Ewig. Also das hatten wir am Anfang nicht so auf dem Schirm. Wir sind da mal rübergefahren, so mit den 78er Jungs, mit denen ich damals auch angefangen habe, so, oder die meisten irgendwie in ADS dann auch aufgegangen sind, später
ein, zwei Jahre später. Und dann sind wir da in Urlaub gefahren am Balaton und haben natürlich Dosen mitgenommen und dann habe ich auch Trains gemalt. Und dann haben wir im Nachhinein mitbekommen, dass die Dinger ewig fahren, dass die von irgendwem anders ein Jahr später oder so immer noch gesehen wurden. Naja, und dann bin ich da halt noch öfter hingefahren, immer mal wieder. Und wir haben da immer wieder coole Zeiten gehabt und echt soft Trails machen können, ähnlich wie bei Stilern halt so. Mhm. Ja. Ich bin mit meinen Jungs ein bisschen später dort gewesen und da gab es diesen schickes Fair, war, sagt das noch was, dieser Spot? Kenne ich gar nicht. Wir haben quasi das Resultat daraus, aus dem, was ihr da alle gemacht habt, war, dass wir da irgendwie konfrontiert waren mit irgendwelchen Typen mit Kalaschnikow, die die Spots bewacht haben. Echt? Oh, okay. Da haben wir Glück gehabt, dass wir noch vorher da waren. Nein, bei uns war alles irgendwie direkt am Ballard von Schiofock und Führet und so. Ballard und Führet, genau. Keine Ahnung, über irgendein Brachland gelaufen und dann im Dunkeln gegen Train gestolpert und dann, oh, den können wir anmalen und dann sind wir halt nächsten Tag nochmal hin und haben den nochmal angemalt oder den nächsten, der dann da drin stand. Hört sich nach einer guten Zeit an. Hört sich echt gut an, ja. Um mal beim Reisen zu bleiben, wir waren ja gerade in Ungarn, du bist ja schon in den 90ern relativ viel gereist, ne? Kannst du mir auch selber gerade nochmal sagen, warum das dann auch passiert ist, aber du, wahrscheinlich auch, weil du viel aus dem Magazin kanntest und du hast Gypsy Panels in Hamburg selber persönliche Rollen sehen, du warst in Frankfurt, als da relativ wenig los war, gerade wenn ich es richtig rausgelesen habe, ja, in den 90ern. Ich bin sogar damals mehr gereist, als dann später nach den 90ern. Das hatte viele Gründe, vor allen Dingen auch, weil man natürlich die dortigen Möglichkeiten ausschöpfen wollte, von denen man gehört hat, dass da einfach die Trains lange fahren und ist auch alles viel softer war, das war wie Urlaub. Wenn du hier losgezogen bist zum S-Bahn malen oder so, ne, dann musstest du immer auf alles gefasst sein und das war immer mit Stress verbunden und mit Adrenalin und so. Und da war es einfach nicht so, da standen die Stiler irgendwo rum und man konnte sich da totmalen und dann sind die auch noch ewig gefahren. Aber keine Stiler, ne? Berliner Raum? Nein, okay. Gar nicht. Die fuhren tatsächlich nur im Westen. Mhm. Also ich weiß nicht, wie es jetzt in anderen Bundesländern, vielleicht in Thüringen oder so war, dass da vielleicht mal einer oder so irgendwie hin und her gependelt ist aus den westlichen Bundesländern, aber in Berlin fuhren keine Steel Trains, nur Minze Trains. Das nächste war dann wahrscheinlich Niedersachsen, oder? Ja, also wir sind speziell immer nach Süddeutschland gefahren, so Stuttgart, Heidelberg, allein weil Heidelberg eben auch stylmäßig interessant war, hat einen das angelockt. Mhm. Frankfurt und Hamburg und ein bisschen Hannover so. Ne? Mhm. So, das waren so die Ecken, in denen wir waren und das hat einfach den Grund, dass wir da eben vorher ganz an den Anfangstagen aus On the Run oder so, ne, aus diesen Magazines Sachen gesehen haben, die da gemalt haben und die haben uns halt angelockt. Ne? Da waren auch krasse Pieces zu sehen, die mich beeindruckt haben. Bis heute lasse ich da nichts drauf kommen und wir wollten da halt auch mal malen, ne? Und so. Und dann haben wir halt festgestellt, wie soft das ist, während das hier eben immer, naja, mit Herzinfarkt und so zu tun hatte, malen zu gehen, so gerade in den 90ern so, wo man noch sich nicht so absichern konnte, weil man einfach noch keine Checker hatte, die dann mit einem Knopf im Ohr und einem Handy irgendwie alles absichern und so. Aber ihr wart ja drauf, habt ihr euch vorher Kontakte gesucht vor Ort oder seid ihr einfach losgefahren, habt ihr euch das selber angeguckt? Einfach losgefahren. Ah. Also ich hatte keine Kontakte, fast gar keine so. Mhm. Wir haben alles selber gemacht, alles. Und so hat sich das irgendwie, wenn du es jetzt so fragst, fällt mir es mal auf, durch meine ganze Vita durchgezogen, dass wir uns immer alles selber erarbeitet haben. In New York, ne? Mhm. Und da eben auch schon damals. Mhm. Wir haben auf die Landkarte geguckt, wo ist ein Knotenpunkt und sind dann da eben hingefahren, ne? Der Star hatte eine Deutschlandkarte der DB, wo das komplette Regionalbahnnetz drauf abgezeichnet war. Und das war natürlich immer was, woran man sich langhangeln konnte, ne? Mhm. Wo man so im Groben schon mal gucken konnte, was sich lohnt, welche Ecke und wo man am besten mal hinfahren sollte. Ja, es war wie Urlaub, ne? Also man ist da hingefahren und da war eigentlich sicher, dass nichts passieren wird. Da hat man sich dann totgemalt. Mhm. Bis die Dosen alle waren, ne? Und zwischen irgendwelchen legendären Pieces von Jams und Gypsy und so weiter, die man schon so kannte und gefeiert hat. Und dann ist man weiter nach Hamburg reingefahren, U-Bahn malen da, oberirdisch, aber mit mega viel Laufstegen. Ging damals auch super geil klar. Aber ich wollte darauf hinaus, dass du erzählt hattest, du hast gerade noch so geschafft, an einem Train zu malen, wo noch ein altes Gypsy dran war, ne? Ja, richtig. Das war echt toll.
Da war zwischen den ganzen Minstertrains, die es da auch schon hauptsächlich nur noch gab, ab und zu mal ein Silberling mit dabei. Und da war halt einer und das war klar, na, den müssen wir malen und nicht die Minster. Weil Minster haben wir, wenn wir wollen, auch bei uns zu Hause in Berlin. Ja. Und dann war das Ding aber schon bemalt. Mhm. Und was war drauf? Unter anderem ein Gypsy-Panel, was ich auch schon aus irgendwelchen Macs kannte. Ja. Aber da nehmen wir halt noch Platz und dann habe ich halt neben Gypsy gemalt. Das war schon geil. Also, schon Gänsehaut, ne? Oder? Ja, ja, richtig. Was das Malen und auf Reisen angeht, hattest du auch erwähnt, dass, ich meine, Truss war auch jemand von denen, der das mit viel Energie verfolgt hat, das viel gereist auch, ne? Du hast aber auch gesagt, dass dir das dann zu viel war, was er da zum Beispiel gemacht hat. War auch später. Also, klar, viel später auf jeden Fall. Das war ja noch in der Zeit teilweise, da hat Truss noch gar nicht gemalt. So, ne? Ja. Aber das war eine andere Art und Weise. Mhm. Wir sind da ja nicht hingefahren und haben uns mit irgendwelchen getroffen, die dann auch zu uns nach Berlin wollten und im Gegenzug dann hier malen wollten. Und er hat halt so Interrail-mäßig überall Dinger abgehakt. Das System nochmal und das System malen. Das war eine Zeit lang wirklich für ihn wichtig so, für mich nie. Das habe ich nicht nachvollziehen können, weil mir war es wichtig, einen Burner zu malen und nicht hier irgendeine komische Baureihe so und so in einem anderen Land am anderen Ende der Welt. So, ne? Und ja, und dann bist du den Leuten da auch verpflichtet, ne? Die wollen dann auch, kommen hierher und wollen dann auch irgendwas hier klar kriegen und ob das dann immer alles so gut geht, wenn du allen Leuten hier zeigst, wie cool es hier ist, wie was hier funktioniert, die erzählen dann ihrem Umfeld da was weiter und die denn den Nächsten das weiter und dann wird das hier immer schlimmer mit Touris, die alles zerlegen so und das war überhaupt nicht mein Ding und da wollte ich dem nicht noch Feuer geben und habe mich da immer rausgehalten. So. Ich wollte auch nie mit Fremden, die ich nicht kannte, losziehen. So, ja. So da haben wir damals tatsächlich eine unterschiedliche Herangehensweise gehabt. Also wenn wir zusammen gemalt haben, war es eigentlich immer unser Kreis und Trost war mit dabei, aber irgendwelche Touris oder so, wenn er da mit dem was gemacht hat, dann hat er das eigenständig ohne mich gemacht und hat natürlich auch viel mehr. Also der war so umtriebig, er hat bestimmt dreimal so viel Trains gemalt wie ich. Kann man nicht hoch genug bewerten, so als was gerade die Masse betrifft, die er an Trains abgeliefert hat. So. Aber es ist nachvollziehbar mit dem. Du gehst ja in dem Moment, wo du jetzt, keine Ahnung, in Taschkent eine U-Bahn malst, eine Verbindlichkeit ein mit dem, der da zeigt, wie man da reingeht. Und klar, und dann kommt er irgendwann nach Berlin und dann, wenn du das dann 10 oder 20 Mal hast, dann. Dann hast du ständig Gäste hier und musst denen auch was liefern und bist denen verpflichtet. Und die, ob die alle immer dicht halten, was du denen hier alles coole Sachen gezeigt hast, das weiß ich nicht, ob man allen vertrauen kann. Ja. Da sind wir lieber unter uns geblieben. So. Also das war nicht so mein Ding. In den 90ern habe ich das anders gefühlt, so, da war es noch so, da waren wir auch jünger und so, da war es cool, andere Leute kennenzulernen, obwohl wir, wie gesagt, auch alles alleine gemacht haben und da kaum irgendwie Leute getroffen haben. Aber so insgesamt war es damals noch so, dass es schon in Ordnung war, wenn man auch Leute kennenlernt und mit denen dann losgeht, so, auch in Berlin so. Haben wir uns noch nicht so abgeschottet, aber ab der Gründung von BID, dann wurde das so, dass wir so ein bisschen eigenbrötlicher wurden und dann auch uns ein bisschen abgeschottet haben. Trost dann irgendwann nicht mehr so doll. Es war auch noch nicht so absolut, wie es dann später, so in den 2010ern und so dann bei mir, weil da war ich dann total wirklich nur noch mein Kreis und bin lieber nicht mal gegangen, als wenn da irgendwer mit dabei ist, den ich nicht kenne oder irgendwelche Leute, denen ich nicht so richtig traue oder sich nicht einordnen kann. Was war, mal gucken, ob du dich nur erinnern kannst, was war das längste in einem, die längste Zeit in einem Spot? Also jetzt eine Stunde, fünf Stunden, keine Ahnung. Und was war vielleicht auch das kürzeste? Vielleicht fällt dir das also noch ein? Also kürzestes kann ich jetzt so nicht sagen, weiß ich nicht. Aber längstes, das muss wahrscheinlich ganz am Anfang gewesen sein, so 93 oder so, noch THC-Crew damals. Und da haben wir einen Steel Train Regional Bahnhulker gemacht in Potsdam, in unserem Homeyard, wenn man so will, mit Leitern und Sparver und Skinny gefüllt. Ja. Der ganze Mob ist hin, keine Ahnung, weiß nicht wie viel, gefühlt waren wir bestimmt 10 Leute oder so. Nur die Hälfte davon hat gemalt, die andere Hälfte hat irgendwas anderes gemacht. Banger-Style, einer mit Knarre um Tränen gelaufen, hat gehofft, dass endlich der Typ aus dem Tower kommt, um noch jemanden umschießen zu können. Also so tatsächlich, so holzkopfmäßig waren wir damals auch drauf. Naja, und das muss Stunden gedauert haben, das Ding dazu zu füllen. Aber ich kann dir keine Zeit sagen. Aber auf unseren Reisen in Pforzheim war das, also Stuttgart-Raum da unten,
da sind wir auch gern gewesen. Da gab es immer Stieler zu malen in dem Yard. Und da sind wir echt, also ich habe 3 Panels gemalt hintereinander. Mhm. So immer bestimmt 3/4 Stunde oder so. Mhm. Und einige von uns hatten dann irgendwann schon keinen Bock mehr, haben uns ihre Restdosen noch in die Hand gedrückt und sind zurück zum Auto, um schlafen zu gehen, während wir noch weitergemalt haben, Star und ich. Und wir haben echt alles leer gemalt dann noch. Also jeder 3 Style-Panels und dann noch RKS-Crew-Bombings auf dem Rest der Trains. So. Ja. Das bleibt, wenn du mich jetzt so fragst, als Erinnerung als erstes so. Weil das muss echt lange gedauert haben, wahrscheinlich die ganze Nacht gemalt, keine Ahnung. Weil du jetzt auch gerade die Crews erwähnst, RKS, und du hast doch gerade die THC-Crew erwähnt, das löst das Buch dann auch ein bisschen auf, ne? Es gab ja mehrere Gruppen. Ja. THC-Crew habe ich jetzt auch gelernt, gab es 3 in der Region, also es gab die, die ihr gemacht hattet, ne? Richtig. Dann gab es eine, die noch älter ist, um KD und so weiter, genau. Weswegen wir dann auch mit THC damals 93, 94 dann aufgehört haben und sich das alles ein bisschen verteilt hatte. Wir sind alle, jeder in so seine eigene Richtung gegangen. Naja, und dann gibt's die THCs von heute, die Youngsters, die jetzt hier ordentlich auf die Kacke holen. Gut, auch schon 20 Jahre, aber. Ja, aber aus der Perspektive gesehen. Ne? Ja, genau. Und ich wollte mit meiner Frage, was die Zeit angeht, auch ein bisschen darauf hinaus, dass es eine Phase gab, als du mit Face und Sock und so weiter auch los warst, ne? Das war eine Phase, in der extrem aufwendige Trains entstanden sind, ne? Auch auf allen möglichen Modellen. Und das sieht nach sehr viel Zeit aus. Ja, das sind die 2000er, die du meinst. So, genau. So ab 2005 oder so. Oder wart ihr einfach noch schnell? Beides. Aber wir haben halt da habe ich noch relativ häufig S-Bahn gemalt. Mhm. Und Trost hat sogar noch mehr mit den Jungs gemacht, so im Team, so mit Konzept, End-to-Ends, mit krassen Backgrounds und so. Das war nochmal irgendwie ein Level, ne, was nochmal ein bisschen angehoben, und das gab's vorher zumindest in der Masse so, noch nicht so häufig in Berlin, dass Leute konsequent immer solche Style-End-to-Ends bringen, mit Background nochmal durchdachten und so. Und da spreche ich jetzt nicht davon, dass sich alle nur absprechen, okay, wir nehmen jetzt alle dieselbe Farbe, Fillen und selben Background, und das ist jetzt unser Konzept, sondern da waren ja richtig witzige Backgrounds mit dabei irgendwie. Mit irgendeinem Mantel wie ein König, Bow Down for Your King von Face daneben geschrieben und so. Das war schon cool. So, ja, da haben wir ordentlich nochmal die Messlatte höher gelegt, würde ich sagen. Unbedingt, ja. Kam da Impuls von den Rockaholics, ne, die Crew? Kam da Impuls von denen? Haben die das so ein bisschen mit reingebracht, oder? Ja. Also, gerade was so die Konzepte bringt, kam von den Jungs so. Mhm. Und das Know-how, how to do hier in Berlin mit den Trains, das kam von uns so. Mhm. Also, style-mäßig jetzt nicht, aber die Spots und so, das haben wir klar gemacht, und die Jungs haben einfach mitgemacht so und haben natürlich dann noch ihre Expertise wegen der Backgrounds und so mit dazu. War das so? War das so früh? Ja, war das um die 2000? So inzwischen, in den 2000ern war das so, richtig. Mhm. Und dann ist es irgendwann um Face ruhiger geworden und dann ein bisschen später auch um Sock so. Mhm. Rockaholics ist ein bisschen eingeschlafen dann so. Mhm. Naja, und ich habe dann irgendwann nur noch U-Bahn gemalt. Ich glaube, meine letzte S-Bahn muss 2010 oder so gewesen sein, mit Roy zusammen, weiß ich noch. Und das war die allerletzte S-Bahn. Und danach habe ich nur noch U-Bahn gemalt in Berlin, so, weil mich das nicht mehr gereizt hat, da S-Bahn. Hm. So, gibt eh keine alten Modelle mehr so richtig, also keine Nieten. Hm. Vielleicht mal ein Spacer oder eine Sputnik oder sowas. Aber dafür jetzt sich so viel Zeit ans Bein zu binden, da war es dann für mich lukrativer, U-Bahn zu malen, was eigentlich leichter und sicherer ist, weil da hast du keine Bundespolizei am Hals, die mit Drohnen und Hubschraubern und Nachtsichtgeräten und Riesen-Equipment und richtig motiviert hinterher sind, sondern das hat die BVG halt nicht. Ne? Und das ist ein Grund, lieber U-Bahn zu malen, und die Modelle sind geiler als eine S-Bahn. Das gibt es ja jetzt in dem neuesten Modell, in dem S-Bahn-Modell, das ist ja, also es wird immer schlimmer. Also egal, nur das reizt mich nicht mehr, und die werden auch nicht besser. Nee, so. Und gut, es gibt auch neue U-Bahnen, so, die sind auch nicht geil, aber man hat da halt noch eine gute Auswahl und die Chance, noch ein altes Modell zu machen. Und deswegen war es dann für mich nur noch interessant, U-Bahn zu malen in Berlin. So. Mhm. Und ich habe auch fast nur noch in Berlin gemalt. So, das Reisen war dann eigentlich hauptsächlich in den 90ern, in den 2000ern und 2010ern hin und wieder mal so, ne? Also mal Neapel, und eine Zeit lang habe ich mal was für ein paar Monate immer in Polen gemacht, weil es da geile alte Modelle gab, so.
Aber ansonsten war immer nur Berlin dran. So. Okay, ich dachte jetzt irgendwie bei der Antwort kommt vielleicht irgendwie so ein End-to-End mit Face und Sock oder irgendwas, wo gesagt, okay, da waren wir mal ein bisschen länger drin. Wie nee, das nee. Waren immer durchkalkulierte Sachen so. Wir haben 20 Minuten, dann kommt der nächste Takt und wir müssen uns überlegen, wie wir das in der Zeit irgendwie realisieren können und so. Also das war nicht zu vergleichen mit den Verhältnissen, wie ich sie vorhin geschildert habe, in Westdeutschland, wo du dann dich totmalen konntest, sondern das hatte tatsächlich viel mit Arbeit zu tun. Ja, schnell, ja. Schnell und effektiv so. Lass uns nochmal ganz kurz über Intensität sprechen, weil ich denke, du bist ein ganz guter Ansprechpartner. Ne? Ja. Sport, Extremsport, so kann man es ja auch ein bisschen vergleichen. Ne? Es gibt, man kann Graffiti machen oder man kann es so machen, wie du es lange gemacht hast, nämlich indem man sehr viel Zeit investiert, ne? Sehr hartnäckig ist, ein ganz klares Ziel hat vielleicht auch. Gab es das? Also irgendwo muss ja Motivation herkommen, wenn man das so betrieben hat, wie du das gemacht Alles hast. Alles das, was du gesagt hast, stimmt. Mhm. Und ja, man hat ein klares Ziel. Am Anfang war es, wir wollten up sein, wir wollten Fame sein. Ich wollte so geile Pieces malen, wie ich sie von den anderen gesehen habe. So krasse Style-Panels malen. Also für mich war dann relativ gut klar, dass ich das machen will. Ich bin kein Hallmaler, sondern ich habe Sprühen auf dem Train gelernt und dementsprechend hat sich wahrscheinlich auch mein Style dann entsprechend auch entwickelt so. Und ich wollte halt Style-Writing malen so. Und natürlich damit auch irgendwo glänzen. Ne? Und deswegen waren wir auch heiß drauf, in Magazines aufzutauchen und so weiter. Das war das Ziel damals. Und irgendwann ist das nicht mehr ganz so wichtig, dann ist es eher wichtig, dass man einfach sein Ding machen kann, wenn man dann älter ist und einfach diesen Flavor nochmal fühlen kann, so als Ausgleich auch zum normalen Leben, dann ist das Ziel. Einfach cool malen zu können, ohne Stress und so und immer noch einen Burner malen zu können und sich dazu weiterzuentwickeln, stilistisch trotzdem. Also das war mir nach wie vor wichtig. Und natürlich muss man fokussiert sein und muss hartnäckig sein. Also alles, was du gesagt hast, spielt eine Rolle. Mhm. Ehrgeizig auch wahrscheinlich, ne? Ehrgeiz ist ganz wichtig, richtig. Und ja, da darf man halt auch nicht locker lassen. Sonst kommt man da nicht weiter. Weil gerade, ne, wenn man sich jetzt alles anschaut, und das hast du ja jetzt gemacht, du hast dir alles nochmal angeschaut, du hast teilweise Freunde oder Wegbegleiter gefragt, ob sie über dich oder eure Zeit was schreiben können. Mhm. Wenn man das alles jetzt mal retrospektiv betrachtet, ist die Geschichte dann irgendwann auserzählt, wo man dann sagt, okay, man macht ja trotzdem immer das Gleiche, ne? Ja, stimmt schon. Deswegen ist auch eine Frage, bringt es wirklich, also die Frage habe ich mir lange gestellt, bringt es was, ein Buch zu bringen, rauszubringen, da die Sachen zu erzählen? Wer will das überhaupt wissen? Interessiert es die Leute, was du da erzählst? Viele haben die ähnliche Geschichten schon 100-mal gehört, weil damals haben die meisten auf ähnliche Art und Weise angefangen und so und einen ähnlichen Background vielleicht so mit Hip-Hop und Jams und Breakdance und allem drum und dran, was eben damals dazugehört hat und haben dadurch angefangen und muss ich das jetzt auch nochmal erzählen? Aber im Endeffekt war es dann so, dass so viele Leute danach gefragt haben, dass sich die Frage dann doch erübrigt hatte und es scheint tatsächlich ein Wissensdurst da zu sein, irgendwie die Sachen rauszubringen. Und als ich mir dann meine ganzen Bilder mal angeguckt habe, war es auch so, dass ich erkannt habe, dass, als die ganzen Erinnerungen teilweise auch wieder hochkamen mit den alten Bildern, dass ich die Sachen doch mal erzählen könnte und vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein Aha-Effekt aufgeht, so, ach, das hat der auch noch gemalt damals und ach, krass, okay, kann ja sein, dann ist es einfach witzig so für mich, sondern hat das Buch schon seinen Zweck. Ja, gerade weil eben auch so wenig bekannt ist über dich, ne? Und ich glaube auch die Frage, die ich oft gehört habe in Bezug auf dich war, was hat den Typ angetrieben? Wenn wir über Intensität sprechen, dann ist es in deinem Fall wirklich auf 100% gewesen zum Teil. Und da wollen natürlich Leute auch ein bisschen wissen, wie kriegst du das vereinbart? Deswegen habe ich schon vorhin nach dem Privatleben gefragt, diesen Second Life und so, ne? Das muss ja alles miteinander funktionieren. Ist schwierig. Weil wir haben schwierig. Vorhin auch über Leute geredet und Writer geredet, die gescheitert sind daran, ne? Ja, viele bleiben da halt drauf kleben, da musst du die Balance finden. Du darfst da halt eben nicht das als einzigen Lebenssinn erkennen und annehmen und diese Erkenntnis muss man aber auch erstmal entwickeln. Ganz am Anfang hat man die natürlich nicht, da will man nur bomben und der Rest ist scheißegal. Aber wenn man irgendwann erwachsen ist, spielen auch noch andere Sachen eine Rolle und da muss man tatsächlich dann den gesunden Mittelweg finden und ja, trotzdem irgendwie kann ich es, ich kann nur ganz oder gar nicht, ne? Also ich könnte nicht nur mal Trainmaler sein, so. Also bei mir ist dann entweder eben 100% oder lieber gar nicht. Es ist ja auch ein bisschen Sucht, ne? Und wenn man da anfängt, dann will man gleich wieder mehr und mehr und so. Und das muss man da auch ein bisschen kontrolliert halten, damit man da drin nicht
untergeht so und auch ein bisschen unterm Radar bleibt, dass man das so lange betreiben kann, ohne große Probleme zu kriegen. Das haben auch die wenigsten geschafft, glaube ich. Mhm. Die kriegen dann irgendwann Post nach Hause, obwohl sie nicht mal gebastelt wurden, wo sie schon eine Rechnung drin haben, weil sie vor 3 Wochen irgendwo einen Train gemalt haben. Und all diese Probleme hatte ich nie. Mhm. Also ich habe es tatsächlich geschafft, immer irgendwie so halbwegs unterm Radar zu bleiben, sodass die sich auf andere Leute spezialisieren mhm. konnten. Also es gab wohl Situationen, als es ja, geklappt hat. Ja, gab es schon, aber es bin immer gut rausgekommen und im Endeffekt immer professionell genug gewesen wahrscheinlich, dass die mir nie einen Strick drehen konnten und sich nicht auf mich einschießen konnten. Also ich kenne Leute, die hatten ihren eigenen Sachbearbeiter bei einer GIP, so, der sich dann teilweise fast nur noch mit dem beschäftigt hat und dann den ganze Zeit auf den Sack gegangen ist, auch mit Satten und allem drum und dran und all das. Hatte ich zum Glück nicht so, obwohl man natürlich auch so schizophrene Verfolgungsängste hat dann und sich dreimal über die Schulter guckt und am Telefon nicht mehr alles sagt und sowas. Das spielt bei mir auch eine Rolle. Da muss man schon vorsichtig sein. Das hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Aber ja, das muss man halt austarieren und man darf nicht vergessen, dass das halt nicht alles ist. Ne? Also das ist so vergänglich, Fame ist vergänglich, dafür kannst du dir nichts kaufen. Das ist so schnell vergessen. Mhm. Wer vor ein paar Jahren noch total der King war, von dem spricht heute gar keiner mehr. Die jungen Leute erinnern sich nämlich immer mehr an den, weil es auch so schnelllebig geworden ist. Und dafür sollte man es auf jeden Fall nicht machen. Man muss es für sich selber machen, solange man da Bock hat und die Kraft dazu hat und man Spaß dran hat. Und um mehr geht's auch gar nicht. Es gab und gibt ja auch immer mal Pausen, wo man wenig bis gar nichts macht. Und die gab's bei dir auch. Wie kompensierst du das? Also das ist ja schon ein wichtiger Teil deines Lebens gewesen. Und wenn jetzt so eine intensive Phase auf einmal aussetzt, wie kompensiert man das eigentlich? Indem man sich da total von ausklingt, so, was aber eben schwierig ist, wenn man ein Umfeld hat, wo das immer eine Rolle spielt und man, ja, ich bin Hip-Hop-Junkie, ne? Das ist nach wie vor so. Und da kommt man davon nicht einfach so weg. Das ist immer schwer geblieben und deswegen bin ich auch immer wieder zurückgekommen und es gab nie lange Pausen, die so Auszeiten über ein Jahrzehnt oder so, wie bei anderen, also über Kohn oder so, ne? Der hat ja tatsächlich 10 Jahre oder länger gar nichts gemacht und dann hat er wieder Bock gehabt und ist coolerweise auch wieder mitgekommen und so. Was war schön so. Das gab's bei mir nie. Und so, und weil ich wahrscheinlich auch einfach so die Liebe dafür in mir habe und dieser Funken, der glimmt immer. Und wenn man da nur ein bisschen Öl raufgießt, dann wird das wieder eine Riesenflamme und die geht einfach nicht aus. So. Und man kann entweder Kreisliga spielen oder eben Champions League. Und wenn ich spiele, dann will ich immer ein Champions League sein. Ja. Wir haben ja über Hard Knocks gesprochen, das heißt, das ist ja auch Teil der Berliner Graffiti-Dokumentation gewesen, das heißt, es war dir auch schon immer wichtig, wir haben über True to the Game gesprochen. Was glaubst du, weil ich habe das schon in vielen Extremen gehört, ich habe es von einer Seite gehört, die gesagt haben, es ist eigentlich gar nicht wichtig, ich will gar nicht wissen, was früher passiert, das interessiert mich auch nicht, ich mag trotzdem gern malen und sprühen, ne? Die gibt's auch mittlerweile. Früher war das schon sehr, sehr wichtig, dass man sich darüber informiert hat, ne, dass man weiß, warum, wo kommt das her und so weiter. Ne? Für wie wichtig empfindest du das denn, Dokumentation im weitesten Sinne? Also, da es für mich sehr wichtig ist, zu wissen, wo es herkommt, und mich das auch sehr interessiert, so, und man das dann auch mehr würdigen kann, als wenn man davon gar keine Ahnung hat, ist es auch wichtig, dass solche Sachen dokumentiert werden und vielleicht mal aufbearbeitet werden. Das fand ich auch cool, halt die Dokumentation, die über euch hier rauskam, die haben der Szene viel gegeben, auch mir, viele Aha-Effekte beschert. Danke. Danke auch. Ist eine echte Bereicherung. Du einen Kopf, auch, wo du sagst, okay, das wusstest du vorher nicht. Ach, viele Sachen so über die alten München-Geschichten, wie das damals so passiert ist, dass dann da Amsterdam, hier Schuhe und so da waren und so. Und wie das alles zusammengehangen hat. Das hat dann erst irgendwann bei mir Klick gemacht, als ich das so in Gänze mir mal angucken konnte. Grob wusste man das auch schon vorher, aber so, das hat nochmal alles das Bild vervollständigt, das ist eine tolle Sache auf jeden Fall. Aber ich finde halt, dass die gerade für Berlin viele Sachen so ein bisschen einseitig bis jetzt immer dargestellt wurden und immer von denselben Protagonisten. So, es hatte halt damals nicht jeder einen Maxim, der ihnen alles beigebracht hat und gezeigt hat, gesagt hat, wie es zu sein hat. Oder ein Adrian, der das alles promotet hat oder so. Es gab ja in der Zeit und auch ein bisschen später nicht nur den Friedrichstraße-Corner, sondern auch nur drumherum. In Berlin ist so eine Riesenstadt, da kann man gar nicht alle an einem Corner zusammenpassen, ohne Frage. Ich will denen gar nicht vom Thron stoßen,
da gab es viele wichtige Leute, die auch zu meinen Idolen zählen, die da eine wichtige Rolle gespielt haben, aber es gab auch ganz viele andere Leute, die an der Corner nie rumgehangen haben oder nur selten da waren und trotzdem eine wichtige Stellung einnehmen. Und auch vor der Wende war auch im Ostteil Berlins oder im Osten auch schon ein bisschen was los, wovon immer, das wird immer ein bisschen vernachlässigt. Also es war nicht total luftleerer Raum, als dann die Grenze weg war und die Wester, sage ich mal, dann die Ostyards in Ostberlin alle geändert haben. Warum eben die Oster da kurz vor der Wende oder eben noch keine Trains gemalt haben, weil es einfach nicht ging, diese Option, eine richtige aktive Rider-Szene in der DDR aufzubauen, die gab es einfach nicht. Es gab keine Dosen, es gab eine Stasi und eine Diktatur, das wäre nicht möglich gewesen. Aber man sieht ja, dass nur wenige Monate nachdem die Mauer weg war, es richtig losging. Also da muss ja schon eine Ursuppe da gewesen sein. Und das wird immer ein bisschen stiefmütterlich behandelt oder einfach nicht miterzählt bei diesen ganzen Dokumentationen oder Interviews. Klar, die Leute, die immer interviewt werden, sind ja immer dieselben ein bisschen so. Die erzählen natürlich das aus ihrer Perspektive und halten natürlich die Fahne für ihre Leute hoch. Da fallen halt viele Sachen hinten runter. Also da müsste man vielleicht auch mal gucken, was auf der anderen Seite der Wand mal passiert ist und auch in anderen Ecken Berlins, einfach auch im Westteil, gab es Leute, die immer nicht zur Sprache kommen, die aber durchaus eine wichtige Rolle gespielt haben. Und das waren halt nicht immer nur die Handvoll Leute, an die man sowieso immer denkt, jetzt eben so. Ne? Naja. Auch das Odenbuch macht Luft, naja. Fragen als Antworten. Ja, also da gab es ja genug Kontroversen und so und auch nicht ohne Grund. Das ist ein tolles Zeitzeugnis, ohne Frage. Aber auch da werden bestimmte Sachen nicht richtig dargestellt oder manche Leute eben stiefmütterlich behandelt, die es nicht verdient haben, die einfach anders dargestellt werden müssen, mit einem anderen Stellenwert. So. Du hattest ja erwähnt, du hast das Buch aus Hamburg gesehen und auch selber, glaube ich, du hast doch eins, oder? Das eine Stadt wird bunt. Eine Stadt wird bunt, ist, ja, habe ich zu Hause sogar. Das ist ein tolles Buch. Respekt für diese Riesenleistung, das da alles zusammenzuführen. Aber ich glaube, dass es für Berlin nicht möglich ist. So. Weil Berlin ist ja nochmal um einiges größer. Hier ist noch viel mehr passiert. Man würde immer irgendwen vergessen, wenn ich jetzt alle meine Idole aus den 90ern aufzählen müsste aus Berlin, würde ich immer irgendwen vergessen, der mir dann im Nachhinein einfallen würde, der auch noch einen krassen Style abgeliefert hat damals und mich beeindruckt hat. Und da jetzt dem gerecht zu werden, da jeden irgendwie gut dastehen zu lassen, das ist glaube ich nicht möglich. Also das geht nicht. So ein Buch für Berlin wird es wahrscheinlich nicht geben. Die bisherigen Versuche, so etwas zu machen, die reichen dir nicht aus, ja? Na, die sind halt einseitig so, ne? Weil kommen immer dieselben Leute aus der zweiten Generation teilweise so zur Sprache, die dann ihre Sachen erzählen und was sie damals alles Krasses gemacht haben. Haben sie auch, ohne Frage. Ich will da niemand zu nahe treten, aber wird ein bisschen viel verschwiegen auch so. Ob jetzt absichtlich oder unabsichtlich ist, weiß ich nicht. Aber ich finde es halt schade, ne? Also da gibt's auch noch andere Leute, die man fragen könnte, ob sie da auch noch mal was zu sagen können. So. Und es hat, wie gesagt, nicht lange gedauert. Und dann war nach der Wende plötzlich im Osten auch alles gebombt. Und das waren nicht alles Wester, die das gemalt haben. Die müssen ja irgendwo hergekommen sein. Die Qualität war ja auch plötzlich schon relativ hoch da. Ja. Und hat ich würde mal sagen, der Osten hat den Westen dann auch irgendwann ganz schnell eingeholt und teilweise auch überholt. Und eine Zeit lang war sogar trainmäßig der Osten ein bisschen mehr aktiv als der Westen, würde ich sagen. So, gerade so nach der DRM-Zeit. Da spätestens aber noch davor eigentlich auch schon, weil DRM ist auch keine reine Westcrew. Ne? Ja, vor allem auch wenn es ums, ne, nicht nur noch Innenstrahlen, sondern Außenstrahlen. Viele von den Crews, um die es jetzt hier geht, Kaff und so weiter auch, ne? Ja, richtig. So viel gereist, was da im Ostblock passiert ist und so weiter. Also die haben da auch viel bewirkt, ne? Also die haben da wahrscheinlich auch Initialzündungen verursacht, dass es da dann überhaupt erst richtig losging. Und die werden also in fast keiner Dokumentation oder Interview so richtig irgendwie mal gewürdigt, so, obwohl ich mich erinnern kann, Anfang der 90er, wenn man da die Strecke lang gefahren ist, Richtung Schöneweide oder so, da waren so viel krasse Bilder von denen, die haben auch einen wichtigen Part eingenommen in der Berliner Graffiti-Geschichte und das wird nie erzählt, ne, so, das
fällt da immer ganz schön krass runter. Ja, warum muss man jetzt zu schwarz malen? Ich baue ja noch ein bisschen auf ein paar Leute, okay, die es eventuell mal angehen werden. Na. Ich werde die auch mit 100% unterstützen. Ich bin gespannt. Du wahrscheinlich auch, wenn da mal eine Anfrage kommt. Könnte ich mir vorstellen, wenn das Konzept stimmt, dass du da auch mitmachst. Oder garantiert, klar. Ja. Wie wäre denn deine Meinung dazu? Wie wäre denn Potsdam positioniert in so einem Berlin-Buch? Und vielleicht auch mal andersrum, wenn es jetzt über Potsdam was geben würde, welche Rolle würde Berlin spielen? Ja, also ich neulich habe ich was Witziges gehört, so Berlin ist cool und das Schönste an Berlin ist Potsdam. So, ne? Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein Spruch. Also Berlin ist ein Stadtteil, wenn man so will. Potsdam ist ein Stadtteil von Berlin, meine ich. Mhm. Wenn man von oben drauf guckt, infrastrukturell und so weiter. Ja, ja. Und da wohnen 200.000 Leute. Das ist ungefähr die Bevölkerungszahl, die auch jeder andere Stadtteil von Berlin hat. So. Mhm. Und so würde ich es auch einordnen. Und es hat halt die Besonderheit, dass da eben auch die Mauer zwischen war. Genauso wie zwischen Ost- und West-Berlin die Mauer zwischen war. Und dann eben da auch nochmal diese Hürde gewesen ist, eine Zeit lang. Ja. Aber es ist ja alles zusammengewachsen mittlerweile und bei den Generationen heute interessiert das auch keinen mehr, wer aus dem Osten und aus dem Westen kommt. Das interessiert höchstens noch ein paar von den Älteren, aber bei den Writern, die ich jetzt so von den Jüngeren kenne, da fragt gar keiner danach, die haben das gar nicht auf dem Schirm, wer jetzt von wo kommt und Ostler oder Westler ist. Ja, stimmt, das ist ja auch. Die Zeiten sind vorbei, ja. Da brüstet sich jetzt auch keiner mehr damit, dass er Westler ist. Also hätte Potsdam mindestens ein Kapitel in so einem Berlin. Definitiv, weil es wie, wenn man so ein Berlin-Buch irgendwie nach Stadtteilen vielleicht aufteilen müsste, dann wäre Potsdam ein Kapitel dann. So wie eben Kreuzberg oder das Märkische Viertel und so weiter, wäre Potsdam eben auch ein Kapitel. So. Für mich wäre das so, ja. Bin gespannt, ob das Team, was das Buch dann irgendwann machen wird, hoffentlich das genauso sieht. Mal schauen. Schauen wir mal, ich weiß, wie wir das Buch aufbauen. Ne? Cool, ich danke dir vielmals, hat sehr viel Spaß gemacht. Den Rest gibt's im Buch. Ich glaube, 350, 400 Fotos werden es ungefähr. Inhaltet natürlich auch einige Stories. Ne? Das ist ja, also, ne, das geht ja damit einher, dass man ein bisschen so ein Gefühl dafür bekommt, wie lief sowas damals ab und so weiter. Jetzt gibt's da ganz bestimmt mehr Stories, die du noch direkt im Kopf hast. Ne? Gibt es. War auch schwer, eine Auswahl zu treffen, was schreibst du jetzt im Buch auf und was nicht. Ja. Und da das zu filtern, war gar nicht so einfach. Mhm. Es gibt natürlich fast zu jeder Action gibt es auch irgendwie eine Geschichte. Ja. Und dann gibt es natürlich die Geschichten, die noch nach 10 Jahren oder nach 20 Jahren immer noch im Kopf sind, weil die irgendwie lustig oder übel waren oder so. Ja. Und du willst jetzt eine hören, ja? Okay. Also wir, ich glaube, da gibt es einige da. Also draußen. Eine, die es nicht ins Buch geschafft hat. Okay, gerne. Okay. Das wird so, 98 gewesen sein. Wir waren S-Bahn malen, an so einem Spot zwischen den Autobahnen. Da stehen so drei Bahnen auf Reihe. Kennen wahrscheinlich die meisten jetzt auch schon. So, wie auch immer. Da haben wir halt kurz nach Betriebsbeginn gemalt, bevor die Bahnen rausfahren. Und dann mussten wir richtig, richtig böse abhauen, weil dann wirklich von allen Seiten irgendwie probierend wurde, da Zugriff zu machen. Von der Bundespolizei wahrscheinlich. Oder BGS, wie sie damals noch hieß. Und dann haben wir probiert, die Linie lang zu rennen, was nicht ging, weil auf der Autobahn parallel zu uns schon eine Bullenbande fuhr und dann sind wir über die Gleise gerannt, über die Autobahn auf der anderen Seite rüber, bis uns vor unseren Füßen die nächste Bullenwanne bremste und wir wieder zurück über die Autobahn rennen mussten mit lauter hupenden Autos, wieder zurück auf die Gleise, wieder auf die andere Seite, da irgendwie probiert haben, über die Autobahn abzuhauen und immer hin und her, bis wir es irgendwann geschafft haben und da ist ein Autohaus in der Nähe und letztendlich sind wir da über irgendwelche Hinterhöfe in diesem Autohaus gelandet, was auch nicht so gut ist, wegen Wachschutz und so weiter, haben uns aber dann auf dem Dach des Autohauses gebunkert, während unten um uns herum, ums Autohaus und auf den Straßen überall die Taschenlampen zu sehen waren und dann haben wir die ganze Nacht da zu dritt auf dem Dach verbracht, um dann irgendwann beim Morgengrauen da runter zu klettern und dann tatsächlich noch ein paar Stationen weiter Fotos zu kriegen. Also es sind so die Actions, die mir immer noch im Gedächtnis geblieben sind, weil wir davon gekommen sind und das ganz schön knapp. Steckt man eigentlich so eine Story einfach so weg? Also es gibt ja viele, die dann danach eine Pause brauchen zum Beispiel. Ja, gibt's. Das ist dann kurzzeitig tatsächlich so, dass du dich fragst, warum machst du denn den Scheiß hier noch? Und wenn du gerade schon im Dreck liegst und die Taschen dann immer näher kommen und so, ja,
die Frage, wer sich dann nicht diese Frage stellt, der ist nicht normal, aber nach ein, zwei Tagen oder so, wenn man richtig dabei ist, dann war zumindest bei mir so, dann hat man schon wieder Lust. So, hast du dich eigentlich so richtig böse verletzt eigentlich? Nee, richtig böse zum Glück nie so. Mhm. Tatsächlich nie. Also nachdem du jetzt die Story erzählt hast, ich hatte eigentlich eher an eine andere Story gedacht. Auspuff mit einem Auto. Die Auspuff-Story, genau. Okay, ja. Das war schon ein bisschen später. Mhm. Vielleicht 2010, 2011, 12, ich weiß nicht. Also ungefähr in dieser Zeit. Da haben wir U-Bahn-Hulkers gemacht in der Betriebspause. Mhm. Ging auch alles richtig cool klar. Bunte Hulkers. Super. Und dann sind wir auch wieder aus dem Tunnel geklettert, unbemerkt, zu den Autos. Alle haben sich getrennt und sind losgefahren. Alles super abgelaufen, keine Vorfälle. Und 300, 400, 500 Meter von der Stelle entfernt, also ein paar Häuser, Blocks weiter, macht's Krach. Und mir fällt der Auspuff ab, mitten auf der Straße, auf der Zufahrt zur Autobahn, zur Stadtautobahn. Mhm. Und hängt dann noch so halb an meinem Auto runter und hat übelst Krach gemacht. Und letztendlich musste ich an die Seite fahren, weil ich so nicht weiterfahren konnte. Und ein paar von den Jungs saßen noch mit bei mir im Auto und dann war erstmal die Panik groß. Der eine Trupp wurde weggeschickt mit dem Stuff und was man so dabei hatte und hat sich dann verkrümelt und letztendlich blieb ich zurück mit meinem Auto und dann konnten wir den Trost nochmal zurückpfeifen, der mich dann abgeschleppt hat bis zur nächsten Abfahrt, damit mich dann da der ADAC einsammeln kann und ich ein bisschen aus dem Schussfeld bin. Mhm. Es hat zum Glück auch alles geklappt und letztendlich haben die Jungs dann noch in meiner Abwesenheit noch Traffic-Fotos gekriegt, während ich mit dem ADAC dann nach Hause gebracht wurde, vom ADAC nach Hause gebracht wurde beim Abschleppen. Ja, ist aber gut gegangen und ich habe auch einen neuen Auspuff gekriegt dann. Auch schön laut wahrscheinlich, alles, ne? Gut. Hat sich gut angehört. War schön laut, ja. Ich hätte es auch kommen sehen müssen, weil er war schon vorher ein bisschen laut, da war also klar, dass da irgendwie schon was durchgerostet sein muss. Aber die Strafe hat ja dann auf dem Fuße gefolgt. Noch zum Schluss die Frage, die ich immer stelle, nach einem Vorschlag für einen Gast. Ich habe ein bisschen drüber nachgedacht. Ich habe drei Vorschläge, wenn ich darf. Okay. Ja. Der erste ist schwierig, ich weiß, aber ich will ihn trotzdem nicht verheimlichen. Ich würde Roy vorschlagen, weil der von der jüngeren Generation, also 2000er, 2010er und so weiter, dann eine wirklich wichtige Rolle beim Berliner Trainwriting und Bombing und so einnimmt. Der hat da wirklich eine krasse Vorreiterrolle und war auch in vielen Sachen eine Art Pionier. Mhm. Und stylmäßig hat da auch irgendwie die Fahne hochgehalten, was Berlin-Style betrifft, so, und trotzdem seine eigene Marke gesetzt, ohne irgendwie die Geschichte zu verleugnen und es eher weiter auf seine Art und Weise weiterzuführen. Das finde ich sehr, sehr geil und der hat so unglaublich viel gemacht, dass er einfach mal irgendwie diese Chance kriegen müsste, da mal was auch zu erzählen. Das wäre bestimmt interessant. Du musst ja wissen, weil ihr kennt euch ja dann doch wohl relativ gut. Wir kennen uns gut, ja. Er hat ja auch einen Text beigesteuert zum Buch. Ja, genau. Genau, und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass wenn du das vorschlägst, dass du auch einen Grund dafür hast, warum. Da wird einiges zu erzählen haben. Ich weiß, ihn einzuordnen, sagen wir es mal so. Und wer in Berlin ein bisschen Ahnung hat vom Train-Malen und so, der kommt an Roy nicht vorbei. Den muss man einfach auch respektieren. Stimmt. Dann, wir hatten es gerade schon, würde ich, was die Berliner Geschichte Graffiti-mäßig betrifft, Kaff-Crew vorschlagen. Mhm. Irgendwen aus der Ecke, Kaff-Crew, Steak, oder hier von A Real Loop Thing, Waffel, Space, was die mal erzählen, wie das war. Vor der Wende, kurz nach der Wende, wie die das erlebt haben und was da so abging. Das würde mich echt interessieren, also mich persönlich auch. Ja. Naja, und dann Work, ne? Also als Stylewriter nicht zu unterschätzen, an den kommst du nicht vorbei, wenn du aus Potsdam bist. Ne? Und das wäre auch interessant, wenn der mal erzählt, wie das damals war, 87, als er angefangen hat zu malen und noch vor der Wende halt die ersten Bilder gemalt hat mit irgendwelchen Tschechendosen oder sowas. Weiß nicht, ich habe da mal gehört, dass irgendwo aus Tschechien kam, weil es in der DDR gab es gar keine Sprühdosen. Das stimmt, ja. Und der hat viel bewirkt und auch viele beeinflusst. Und das würde mich einfach mal interessieren, so was er da noch zu erzählen. Ich kenne ihn ein bisschen so von früher,
Aber darüber haben wir uns nie unterhalten bis jetzt. Und das wäre echt spannend, vielleicht auch für andere interessant. Unbedingt, ja. Der Name ist auch bei uns intern schon ein paar Mal gefallen, in Verbindung mit der MED. MED, ja. Genau. Und mal gucken, wie schnell wir da jetzt sind, aber wir sind da dran. Genau. Cool, da freue ich mich drauf. Ja, wir auch. Dann, das Buch wird doch in diesem Jahr erscheinen, Ende des Jahres. Ich hoffe. Vielen, vielen Dank. Ja, danke, dass du mich eingeladen hast. Gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und dann auf das Buch. Und ja, bis dann. Ciao. Danke. Tschüss. I love.